grossen OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Servus und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es ist Sonntag, 22 Uhr. Das bedeutet natürlich wieder Primetime hier auf OE24TV. Wir blicken jetzt in die Anpfiff-Bundesliga-Show live bei uns hier aus dem Sportstudio. Und das Ganze werde ich jetzt mit unseren Experten Frankie Schinkels als auch Edi Finger Junior auswerten. Der 14. Spieltag stand an diesem Wochenende auf dem Programm. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, und bevor wir aber hier loslegen mit der Fußball-Bundesliga, blicken wir nochmal auf die Champions League als auch auf die Europa League zurück. Drei österreichische Mannschaften waren hier vertreten. Unter anderem der SSC Neapel trifft auf Salzburg. Die Partie endet unentschieden mit einem 1:1. Und weiter geht es in der Europa League. LASK Linz gewinnt 4:1 gegen Eindhoven. Und ja, der Wolfsberger AC verliert zu Hause 0:3 gegen Istanbul. Wir wollen natürlich noch mal kurz eingehen. Champions League, was sagst du, Salzburg? Stehen da jetzt noch die Chancen für ein Weiterkommen? Also realistisch gesehen ist die Chance Champions League, da muss ein Wunder passieren. Aber sie haben eine große Chance, dass sie in der Europa League weiterkommen unter den letzten 32. Und das ist für eine österreichische Mannschaft schon ein Riesenerfolg. Und Frankie, was sagst du zu den Aufeinandertreffen unserer österreichischen Mannschaften in der Europa League? Ja, LASK ist richtig angekommen in Europa, ist die Mannschaft der Stunde. Die werden gut wahrgenommen in Europa, sind gefürchtet fast. Und sind auch Teil schuld, dass der PSV Eindhoven in einer großen Krise mittlerweile ist in Holland. Ja, und der WAC hat es leider nicht zustande gebracht, gegen eine alte Mannschaft aus Istanbul, Başakşehir, zu gewinnen. Wäre möglich gewesen, aber leider. Aber LASK wird höchstwahrscheinlich weiterkommen. Für WAC wird es sehr, sehr schwierig. Vielen Dank für eure Meinung. Und wir kommen jetzt zum Tagesgeschäft der Fußball-Bundesliga und schauen uns mal die Paarungen des 14. Spieltages an. Das auch in der Reihenfolge, in der wir das Ganze hier abarbeiten werden. Das erste Spiel, SC Altach trifft auf Rapid Wien. Zweites Spiel, Sturm Graz empfängt zu Hause den TSV Hartberg. Das dritte Samstagsspiel, St. Pölten empfängt zu Hause WSG Tirol. Ja, und die Sonntagsspiele stehen hier auch auf dem Programm. Austria Wien empfängt zu Hause den SV Mattersburg. Admira tritt in Linz an bei LASK und der Wolfsberger AC empfängt den Meister Red Bull Salzburg. Ja, und wir wollen natürlich auch hier, dass Sie heiß mit uns mitdiskutieren. Also sollte Ihnen irgendetwas auf der Zunge brennen oder auf dem Herzen liegen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail unter anpfiff@oe24.at. Hier können Sie jede Frage stellen. Sollten Sie eine Frage an Frankie Schinkels haben oder Edi Finger Junior oder auch an mich, dann her mit den Fragen. Wir wollen, dass Sie hier heiß mitdiskutieren. Und wir machen jetzt hier weiter mit dem ersten Match. Ja, Altach empfängt Rapid Wien. Wie ist eure Prognose dafür? Rapid Wien, da läuft es aktuell nicht wirklich. Man muss ja auch sagen, gegen St. Pölten das letzte Spiel 1:0 verloren. In der Defensive eine absolute Katastrophe. Wie soll es da weitergehen? Naja, die haben einen Vorteil. Altach hat auch alle Probleme dieser Erde. Hat sich jetzt nur einmal kurz aufgerappelt. Also das ist eine Partie, wo man sich wieder zurückorientieren kann auf die Siegerstraße. Also das ist für Rapid, glaube ich, keine unlösbare Aufgabe. Also das wird auf jeden Fall ein grün-weißer Ländeltrip und wir wollen jetzt natürlich noch auf die Aufstellung beider Mannschaften schauen und starten mit SC Altach. Ja, also wie der Eddie schon richtig gesagt hat, man hat kurz was aufflackern lassen, man hat kurz ein gutes Ergebnis gemacht in Wattens, aber sonst sehe ich für Altach nicht große Vorteile. Für mich sind sie nicht Favorit, weil sie haben zu Hause Probleme, um das Spiel zu machen. Rapid tut sie leichter auswärts, muss das Spiel nicht machen, kann mehr auf Konter, auf Umschalten spielen. Deswegen wird Rapid Favorit sein. Ja, sie müssen kämpfen, beißen, kratzen und alles reinhauen. Beißen, kratzen, das hören wir hier gerne. Und wir blicken natürlich auch noch auf die Aufstellung von Rapid Wien. Ja, Frankie, gibt's da
Neue Aufstellung. Eigentlich schon so Leitner, eigentlich war das immer mein Lieblingsspieler in der Abwehr, ist endlich wieder zurück, der hat ja eine schwere Verletzung gehabt und es ist einer, der kann auch immer Tore machen, also der Son Leitner begrüße ich recht herzlich in der Position, wo ihm der Didi aufgestellt hat, ist genau die, die er nicht kann, im Tor ist er auch nicht so gut, also rechter Verteidiger ist nicht seine Partie, aber okay, schauen wir uns die Partie an, nicht immer vorher kritisieren und dann schauen, was rauskommt. Du hast es schon gesagt, schauen wir uns die Partie endlich an und wir starten hier mit dem Match. SC Altach empfängt zu Hause Rapid Wien. David Hermann-Meng, Rapid wird ja immer als Religion bezeichnet. Ist das denn auch wirklich so? Ist Rapid eine Religion? Ein Richter meint nein, denn Fans wurden wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot angezeigt, allerdings dann freigesprochen. Der Fußballgott hat es dennoch gut gemeint mit den Grün-Weißen gegen Altach, denn es gibt nach bereits 10 Minuten hier Elfmeter. Da wird Kelvin Arase gelegt und die Grün-Weißen, die diesmal in Rot-Blau spielen, haben die Chance auf den Führungstreffer. Der Kapitän übernimmt doch gleich die Verantwortung. Da ist er schon und der Ball ist im Tor und es steht 0:1. Stefan Schwab verwandelt diesen Elfmeter ganz sicher zur frühen Führung für die Grün-Weißen, die seit Mai 2015 nicht mehr gewonnen haben. Hier sehen wir den Elfmeter, eine klare Angelegenheit. Kelvin Arase wird hier von Anderson gelegt. Und ganz sicher verwertet hier vom Rapid-Kapitän. Und der Fußballgott hat ja vielleicht doch ein Einsehen mit den Grün-Weißen. Weniger Einsehen mit den Altachern mag mit einem schrecklichen Fehler. Knasmüllner sieht hier Thomas Murk und das ist der nächste Treffer. 0:2 und da sind erst 12 Minuten gespielt. Also die Altacher, die landen hier direkt in der Hölle. Toll gemacht, weniger toll von Mark, aber toll. Arase, der sich wieder den Ball erkämpft. Dann Knasmüller mit dem Auge und mit dem Zuspielen auf Thomas Murk. Und da steht es 0:2. Ja, Matthias Mark, einen rabenschwarzen Tag erlebt er hier. Und da macht Murk den nächsten Treffer für die Hütteldorfer. Ja, Pastor vom Fußballgott verlassen ist ein bisschen der Alltagstrainer. Vor allem dann bei der nächsten Aktion. Wieder Thomas Murk. Die spielen die Altacher hier schwindelig. Da ist Kelvin Arase und 0:3. Der junge Mann, der U21-Teamspieler, der darf sich auch eintragen in die Schützenliste. Startelf, Debüt, zweiter Treffer für ihn. So kann es weitergehen. Ja, toll gemacht. Und wieder steht Mark viel zu weit weg. Der wird dann nach 36 Spielminuten ausgetauscht auch. Warum sehen wir hier fürchterlich, was der Matthias Mark hier zeigt? Und die Altacher damit schon nach 45 Minuten eigentlich völlig weg von der Partie. Man versucht es hier noch einmal, das ist allerdings nur ein Schüsschen. Tatarotti, da wäre Gebauer frei gewesen, aber er ist zu eigensinnig. Und damit bleibt es beim 3:0 für die Hütteldorfer. Damit geht es dann auch in die Kabine. Ja, Alex Pastor, der ist vom Glück völlig verlassen. Jesus Maria, warum will es nicht klappen? Vielleicht gibt es Gebete nach ganz oben. Sie sollten auch nicht mehr allzu viel bringen. Aber die Altacher kommen dann langsam wieder heran. Baratsch mit dem Fehler, dann ist es Berischer. Und dessen Schuss geht knapp vorbei. Da sehen wir es noch einmal. Ja, so kurz vor Faschingsbeginn werden die Rapidler nur selten genarrt. Mehr die Altacher. Doch in den zweiten 45 Minuten dreht man dann ein bisschen auf. Sam, der Eingewechselte. Der sieht hier Manni Fischer und Riesenparade hier vom Rapid-Goalie von Richard Strebinger. Super gemacht und Strebinger mit der Glanzter. Dann Corner hier. Ein Flankengott vielleicht. Nein! Um Gottes Willen, was war denn das? Zwischenbrucker köpfelt der Maxi Hoffmann an. Also Slapstick-Einlage der Woche haben wir auch gefunden. Sieht ziemlich blöd aus. War es auch. Das weiß er selber. Völlig frei und wie ein Magnet geht der Ball hier zum Rapid-Spieler. Dann wieder die Altacher über mehrere Stationen. Riesenglanz-Start einmal mehr von Strebinger. Großartig gemacht hier. Der Torwart-Titan sozusagen. Die Titanen waren in der griechischen Mythologie die Riesen in Menschengestalt und eine mächtige Göttergestalt. Und richtig göttlich ist dann auch diese Aktion. Die bringt allerdings auch nichts ein. Mario Sonnleitner, der wieder einmal spielen darf und seine Kollegen sind hier ganz sicher. Baratsch, Hoffmann und Co. und verteidigen hier die 3-Tore-Führung. Die Altacher wollen es wissen, dann ist der Ball auch im Netz, aber da ist er schon vorne gestanden, Schweidel, der eingewechselt wurde, knapp vorne, da sehen wir es zunächst, das Zuspiel, da steht er auch vorne, greift aber nicht ein und dann, ja, ist es ein eigener, ein Altacher Mitspieler und dadurch bleibt den Altachern hier ein Treffer
verwehrt. Sam, einer der Besten noch auf Altacher Seite. Es sind zwei spiegelverkehrte Hälften und wieder nichts. Na, gibt's denn das? Gebauer scheitert hier, da sehen wir es über mehrere Stationen. Sam, Gschweidl und Co. Gebauer dann mit dem Abschluss und der Ball geht nicht hinein. Aber dann ist Schluss, dann ist die Partie zu Ende. Rapid ist im siebten Fußballhimmel, auch wenn es möglicherweise aus juristischer Sicht keine Religion ist. Altach landet heute allerdings direkt in der Hölle, denn es gibt ein 0:3 gegen den österreichischen Rekordmeister. Ja, Rapid, nimm die 3 Punkte mit nach Hause. Und man muss ja jetzt an dieser Stelle sagen, Männer, der Bann scheint gebrochen zu sein. Denn seit dem 10. Mai 2015 konnte Rapid in Altach nicht mehr gewinnen. Und jetzt ist der Sieg wieder da. Habt ihr damit gerechnet? Ist Rapid damit wieder zurück? Wie wichtig war dieser Sieg? Ja, Rapid wieder zurück. Einmal so, das ist wie Österreich. Bergen und Täler, wunderschön, aber keine Kontinuität. Aber heute haben sie gegen einen sehr schlecht verteidigende Mannschaft gespielt, überhaupt die erste Hälfte, wenn der Markt nach 37 Minuten ausgewechselt wird. Der gehört normal 3 Wochen in Urlaub geschickt, aber irgendwo in ein Straflager, weil wenn du als Profi dich so verhältst, zu Hause defensiv so schlecht stehst und dann bist du schnell mit 3-0 hinten, dann kannst du die zweite Hälfte anrennen, kein Tor schießen, dann geht Rapid verdient, steigen sie verdient im Bus und fahren so eine lange Heimfahrt nach Wien. Aber Altach muss jetzt aufpassen, weil ich sehe da überhaupt keine Entwicklung, keinen Vorausgang. Der Trainer ist hilflos, glaube ich. Ich weiß nicht, Eddie, oder? Du hast es gerade schon angesprochen. Also man muss wirklich sagen, wenn man die Defensive von Altach betrachtet hat heute, das war ja gespenstig. Was ist da los? Ja, die war wirklich nicht gut. Man muss auch sagen, die Rapidler haben gesagt, sie können das auch. In der zweiten Spielhälfte war Rapid auch grottenschlecht. Sie waren die weniger schlechte Mannschaft und haben aber rechtzeitig die entscheidenden Tore geschossen. Weil wenn die bei 0:0 in die zweite Hälfte gehen, weiß ich nicht, wie es ausgeht. Aber es ist wurscht. Vergangenheit, Rapid hat gewonnen. 3 Tore geschossen, 3 Punkte. Und wir haben jetzt ein neues Phänomen, schon länger. Das hat damals der ganz große Trainer von Sturm Graz schon gesagt, Ivica Osim. Es ist kein Vorteil mehr, wenn du zu Hause spielst. Letzte Runde, letzte Woche, wenn wir noch in Erinnerung haben, hat nur eine Heimmannschaft gewonnen, das war LASK zu Hause. Alle anderen haben die Auswärtsmannschaften gewonnen. Man merkt auch, Rapid tut sich ja leichter auswärts. Sie müssen nicht unbedingt das Spiel machen, sie können abwarten. Genau. Altach versucht, für die eigenen Fans nach vorne zu spielen, ist dann wieder in der Rückwärtsbewegung anfällig. Es ist kein Vorteil mehr, deswegen, ja, und die neue Stadien auch. Altach baut eine neue Tribüne. Was kommt raus? Wenig. Nein, ich sag nochmal, du baust die Tribüne, dass die Fans da sich aufstellen können oder sitzen können, dass du was bietest, aber die bieten ja nichts. Da hast du völlig recht und ich würde sagen, an dieser Stelle blicken wir nochmal auf die Tore des Spiels zurück. Ja, der David hat es eh schon richtig gesagt. Hier beim ersten Tor, stümperhaft den Elfmeter verursachend auf Arase, ist ein klarer Elfmeter, Schiedsrichter ist 5 Meter daneben gestanden. Okay, Stefan Schwab, bist Kapitän, dann musst du auch die Verantwortung übernehmen. Das macht er hervorragend, schickt den Thomas ins Leere. Der Arase ist ja wirklich so ein Talent, der kommt nur durch Zufall rein. Man denkt, die kaufen dem Patschi einen Anti-Kicker um viel Geld und auch so Junge aus dem eigenen Nachwuchs. Unglaublich. Aber was machst du als Trainer, wenn du die ganze Woche trainierst und dann rennt so ein Verteidiger so in die Haxen? Oder hier, was will er da? Was will er da bedeuten? Hinten heißt es kein Risiko und vorne heißt es 100% Risiko. Und der hat es, glaube ich, falsch verstanden. Vielleicht hat der Pastor ein paar holländische Wörter gesagt, was er nicht so versteht. Aber das ist ja ein Wahnsinn in das österreichische Profifußball. Und dann in der Mitte hat er 2 Abwehrspieler und der Rapidler kriegt den Ball. Ja, unaufmerksam. Das ist eine schöne Aktion. Wird auch gleich das dritte Tor eingeleitet. Da kriegt er noch einen Klappel, der Marc. Und das hat dann der Trainer genützt und hat ihn dann ausgewechselt. Ja, so geht man nicht als Innenverteidiger hin. Und die ganze Verteidigung, das fängt natürlich schon vorne an bei Altach, ist in der ersten Hälfte nicht einmal landesligareif gewesen. Deswegen hat Rapid verdient mit 3-0 geführt. Genau. Ja, und wir wollen aber natürlich auch noch auf den Nachwuchsspieler Calvin Arce eingehen. Super gespielt, der hat richtig geglänzt. Was kann man da in der Zukunft noch erwarten von ihm?
Eddie sagt es eh, das ist endlich wieder einer, der aus der eigenen Nachwuchs kommt. Da braucht man nicht nach Norwegen reisen und um 1-2 Millionen oder nach Kroatien Spieler holen um viel Geld, die eh nicht einschlagen, sondern probier's mit eigenen Rohdiamanten. Das ist der Weg und dann muss ich versuchen, den zu entwickeln und dann zu verkaufen. Das ist was anderes. Und Rapid macht eigentlich die letzten 2-3 Jahre das Umgekehrte. Kaufen Spieler, die zwar fesch ausschauen vielleicht, aber am Spielfeld nicht unbedingt gut sind. Ja, und wir haben jetzt auch noch ein paar Stimmen eingefangen, unter anderem von Trainer Didi Kübauer und einigen weiteren Spielern, unter anderem Strebinger, Arase und Sonnleitner. Wir blicken jetzt hinein. 3-0 angeblich und zwei Halbzeiten, wo ich sage, erste ist sehr, sehr gut. Zweite war dann so, dass man sehr wohl die Chance aufs Führen gehabt hat, bevor Altach überhaupt die erste Chance gehabt hat. Aber da haben wir es einfach für mich vorlässig gespielt. Und dann ist Altach ein bisschen aufgekommen. Ich meine, Richard und Arz haben wir halten müssen. Und wir haben dann nicht nur am Endzweck gespielt. Und das ist das Einzige, was ich vielleicht bekritteln muss. Aber wir haben seit 2015 dann nicht gewonnen. Und ich glaube auch zu 0 und 3 Tore geschossen. Was will man mehr? Du bist routiniert, 33 Jahre jung. Ich glaube, so eine lange Verletzungspause hast du überhaupt nicht, seit Ewigkeiten noch nicht gehabt. War das daher für dich auch ein besonderes Spiel heute? Ja, wie gesagt, ich bin schon jetzt lange in dem Geschäft. Ich weiß, was wichtig ist. Und deswegen war es für mich wichtig, endlich wieder mal zu spielen. Und das war so gut. Herzlichen Glückwunsch, ein ganz wichtiger Auswärtssieg. Es war ausschlaggebend heute, dass wir das erste Mal seit über 4 Jahren in Altach als Sieger vom Platz gegangen sind. Ja, erstmal, glaube ich, Riesenfreude. Mir ist schon wirklich ein bisschen am Geist gegangen, immer da die weite Fahrt her, wirklich vorbereiten und dann haben wir wenig Punkte immer geholt in den letzten Spielen da. Umso glücklicher sind wir über den dann am Ende im Ergebnis klaren Sieg. Kelvin, herzliche Gratulation. Elfer rausgeholt, Tor eingeleitet, Tor geschossen. Ein Traumtag für dich? Sicher, ja. Also überhaupt, dass ich jetzt mein zweites Bundesliga-Tor schießen kann. Super, super Tag heute. Hast du beim Aufstehen damit gerechnet, dass du heute von Anfang an auf dem Platz stehst? Also beim Training habe ich schon leicht bemerkt, dass ich wahrscheinlich spielen könnte und erst heute habe ich erfahren, dass ich spielen werde. Gestern hast du uns gesagt, du hoffst, dass das Match nicht so wird wie die Anreise. Wie soll jetzt die Rückreise werden? Na, das wird eine tolle Rückreise, weil das habe ich schon gesagt vor dem Spielburschen, ich weiß ganz genau. Also mit einem Dreier fährt sogar der Roman besser, Bus. Also zur Erklärung, Roman Schaffbeck, unser Busfahrer. Also du bist guter Dinge, dass er euch halbwegs auf dem richtigen Weg heimbringt. Naja, normalerweise ist es so, dass er jeden Stau findet und deshalb ist mir der Stau heute wurscht, weil wir haben einen Dreier. Der scheint wirklich glücklich zu sein, oder? Ja, aber das ist auch. Die haben letzte Woche verloren zu Hause gegen SKN St. Pölten, mit denen es keiner gerechnet hat. So, dieser Sieg war unheimlich wichtig, weil sonst kriegt man wieder die negative Presse und Energie im Club. Jetzt ist der Länderspielpause. So, jetzt hat man wieder Zeit, ein bisschen was zum Aufbauen. Aber sie haben noch so viel Arbeit, das kannst du dir nicht vorstellen, oder Eddie? Ja. Das ist so schön, der Didi Küber, sie haben ja nicht gut gespielt, aber er hat so eine Freude gehabt. Also, er verliert auch schon die Relation zum richtigen Fußball. Aber 3 Tore, 3 Punkte, was? Ja, aber muss man schon sagen, seit 2015 nicht gewonnen, deswegen ist Altach schon ein bisschen Angstgegner gewesen. Weil so wie Altach es jetzt präsentiert, kannst du eine Wirtshausmannschaft auch hinschicken, ja. Die schießen auch 2 Tore. Also wir können schlussendlich sagen, Rapid Wien gewinnt hochverdient 3-0 in Altach. Wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause und dann blicken wir auf das Spiel Sturm Graz gegen Hartberg. Und dann schauen wir mal, ob der Trainer El Maestro wirklich allen Grund zum Jubeln hatte. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zur großen Bundesliga-Show live hier auf OE24TV. Und wir blicken nochmal auf die erste Begegnung des 14. Spieltages zurück. SR Altach verliert zu Hause 0-3 gegen Rapid Wien. Und bei uns geht es jetzt hier direkt weiter mit der nächsten Begegnung. Steyr Derby in Graz. Sturm Graz empfängt zu Hause Hartberg. Ja, was erwartet uns bei diesem Match? Man muss ja auch tatsächlich sagen, Sturm Graz hat im letzten Spiel gleich mal eine ordentliche Klatsche kassiert. 0-4 gegen Wolfsberg verloren.
Wie ist da die aktuelle Stimmung? Die Sturm Graz weiß überhaupt nie, wie die spielen. Sie spielen eine Partie gut, da denkst du auch, jetzt sind sie aus dem Loch heraus, die nächste Partie grottenschlecht. Ich bin schon gespannt, was wir heute erleben werden. Gut oder grottenschlecht in einem Derby. Also das Hartberg ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Ja, und Hartberg ist von der Außenseite eigentlich die Überraschungsmannschaft. Ja? Ja. Die sind eigentlich gestartet für uns alle als Mitstreiter um den goldenen Ananas. Das heißt, wenn es den gewinnt, steigst ab. Und nein, sie wollen bei den ersten sechs dabei sein. Ganz frech. Der Trainer macht eine top Arbeit. Es sind gute Truppen zusammengestellt. Und sie stehen hinten wieder besser. Und das ist auch, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Weil vorne mit Tadic haben sie einen Stürmer mittlerweile, der öfters das Tor jetzt trifft. Ja. Ja, und wir sind auf jeden Fall gespannt, ob Hartberg die Siegesserie fortführen kann. Im letzten Spiel haben sie ja 1:0 gegen Admira gewonnen. Und wir kommen jetzt zunächst einmal zur Aufstellung beider Teams. Und wir starten hier direkt mal mit Sturm Graz. Ja, Sturm, was soll ich sagen? Eddie hat alles gesagt. Einmal hui, einmal pfui. Jetzt müssen sie im großen Steirer Derby müssen sie natürlich gewinnen. Das sind sie fast ihre Fans verpflichtet. Letzte Woche 4 Packungen gekriegt gegen WAC zu Hause. Ja, Despodov ist für mich einer der besten Spieler bei dieser Mannschaft. War letzte Woche nicht so gut, aber wenn der gut ist, spielt auch Sturm viel besser. Ja. Ja, und jetzt wollen wir uns natürlich noch die Aufstellung von Markus Schopp anschauen beim TSV Hartberg. Er kehrt ja wieder ins alte Wohnzimmer zurück. Ja, und der Markus Schopp gehört zu den Trainern, die nicht große Veränderungen machen. Sie machen immer nur so kleine, ich sage immer, kosmetische Veränderungen, wenn einer ein bisschen außer Form ist und so. Aber er ist ein großartiger Trainer. Und Dormann haben sie natürlich jetzt neu, ja, weil der Schwetter gesperrt ist. Ja gut, das ist ja nicht, ja. Da kann der Trainer nichts dafür, nein, das ist klar. Den muss er tauschen, ist logisch. Muss man natürlich auch arbeiten, ja. Wie er sich präsentiert. Dortmund ist immer nicht so einfach, das genau. Wissen wir ja alle. Aber ich glaube, der wird sich gut einstellen, das kann er, der Markus. Ja. Ja, und wir sind jetzt hier gespannt auf das nächste Match. Sturm Graz empfängt zu Hause Hartberg. Sturm Graz empfängt am 14. Spieltag den TSV Hartberg zum Steyr-Derby und El Maestro konnte im Heimspiel wieder auf seinen zuletzt gesperrten Abwehrchef Anastasios Aflonidis zurückgreifen. Und wir befinden uns hier bereits in der 13. Spielminute. Freistoß für die Gäste. Ried führt diesen aus. Huber steht richtig, verlängert die Kugel auf Lukneta und dieser köpft den Ball in den Kasten. Jubel bei Spieler und Fans. Doch der Schiri pfeift zurück, abseits. Wir blicken noch einmal auf die Wiederholung und sehen Lukneta klar im Abseits beim Pass von Huber. Richtige Entscheidung vom Schiri. Beide Mannschaften suchen nun den Ball in der schnellen Spitze. Hartberg im Vorteil, besonders der Such fällt hier jetzt wieder auf. Er steigt Spendelhof aus und schließt durch Aflonidis Beine ab. Wie wir hier nochmal in der Wiederholung sehen, Siebenhandel hat den Ball aber sicher. Und die Hartberger machen weiterhin Druck. Repp schupft Dosu super den Ball in den Lauf. Der gefährlichste Hartberger spielt einen Stangepass zu Tadic. Der schießt allerdings am Fünfer drüber. Wir schauen noch einmal in die Wiederholung. Dosu nimmt den Ball sicher an, kein Abseits, leitet diesen zu Tadic weiter, der aus schwieriger Position Probleme hat, den Ball sicher aufs Tor zu zielen. Seitenwechsel, Freistoß für die Grazer. Despotov nimmt Anlauf und das ist eine knappe Geschichte. Er streichelt die Kugel wunderbar an der Mauer vorbei, scheitert jedoch an der Außenseite der rechten Stange. Und weiter geht's schon wieder auf der anderen Seite. Wir befinden uns in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Dosu leitet die nächste Chance. Ein Stangepass auf Tadic, aber der bekommt den Ball nicht richtig unter Kontrolle und der Grazer Keeper hält diesen schwierigen Ball direkt auf der Linie. Hier nochmal die Hereingabe von Dosu in den Fünfer. Tadic hat Probleme, den Ball anzunehmen. Stattdessen kommt Donko an den Ball und sein Hintermann klärt klar auf der Linie. Halbzeit im kleinen Derby. Mit einem Unentschieden geht es für beide Teams in die Umkleidekabine. Zurück auf den Platz sind die Grazer im Angriffmodus. Despotov steigt wunderschön klemm aus, macht die nötigen Meter und passt zu Röscher. Der nimmt den Ball perfekt an und versenkt die Kugel alleine im kurzen Eck. 1:0 hier für Sturm Graz. Das ganze Stadion bebt. Und hier sehen wir auch nochmal die tolle Vorarbeit durch Despotov. Und Röscher nimmt den Ball stark an und steht dann alleine vor dem Schlussmann von Hartberg und versenkt die Kugel sicher. Hier sehen wir auch noch einmal die Dynamik von Despotov, der diese Führung für sein Team super herausgearbeitet hat. Und die Führung für die Grazer wollen die Hartberger nicht auf sich sitzen lassen. Lienert flankt aus dem Halbfeld direkt zu Repp. Der erwischt den Ball auf dem Kopf, aber Siebenhandel kommt gerade so mit den Fingern dran und hindert den Einschlag ins Tor.
Die Wiederholung zeigt nochmal super Hereingabe auf den Kopf von Rep. Der Slowene platziert den Ball aber nicht genau genug. Die Hartberger kämpfen aber stark weiter. Wir sind in der 74. Minute und Lienert schlägt eine gefürchtete Flanke und dann steht der aufgerückte Luckenitter völligst frei, nimmt sich den Ball runter und gleicht hier aus. So schnell geht's hier. Große Freude bei den Gästen beim Ausgleichstreffer. Und hier sehen wir auch nochmal die Hereingabe von Lienert. Und da steht die Defensive von Graz alles andere als gut. Luckenitter steht komplett frei und verwandelt sich ja zum 1:1. Da hat der Tormann von Graz wenig Chancen und wird von seinen Vorderleuten völlig alleine gelassen. Jetzt wird es hier noch einmal richtig spannend im Stadion. Und es geht direkt auf der anderen Seite weiter. Freistoß für Graz. Ja, das war nochmal eine enge Geschichte. Keine Zeit zum Durchatmen. Wie wir hier nochmal sehen, da hält der Keeper sicher. Und wieder Ballbesitz für die Grazer. Janscher schickt mit seiner ersten Aktion Röscher in den Strafraum. Der setzt sich nun gegen Cianciola durch. Der spielt den Pass in den Rückkauf zu Despotov. Und er verwandelt nun souverän ins kurze Eck zum 2:1. Jetzt wacht das Stadion hier nochmal richtig auf. Hier sehen wir noch einmal, wie Janscher den Ball grandios zu Röscher spielt. Der setzt sich super durch, spielt in den Rückraum und dann läuft Despontov ein und macht den Führungstreffer sicher. Jetzt wird es hier nochmal richtig spannend. Und auch die nächste Aktion steht bereits in den Startlöchern. Sakic erkämpft sich die Kugel ganz stark und bedient nun Despotov. Der Mann des Tages trippelt unaufhaltsam Richtung Strafraum. Und er zieht ab und Tor! 3:1 für Sturm Graz. Und hier sehen wir noch einmal, wie Despotov gleich abzieht. Freude bei den Fans als auch bei den Spielern. Ja, da zieht er klar ab. Der Ball wird nochmal abgefälscht und fällt dann unaufhaltsam hinter Feist ins Tor. Grandioser Treffer, ja, da jubeln nicht nur die Fans und Spieler. Auch El Maestro zeigt sich sehr zufrieden und macht hier einen Zungentanz. Jubel auf der Grazer Bank. Ja, Nummer 1 in der Steiermark heißt somit Graz, würde ich sagen, oder? Nein, wie wir schon zuerst gesagt haben, du weißt nie, einmal so, heute war es ein guter Tag für Sturm Graz, obwohl Hartberg nicht schlecht gespielt hat. Nein, im Gegenteil, die haben frech gespielt, die hätten sogar die bessere Chance gehabt in der ersten Hälfte, aber Sturm hat Despotov und das ist ein Topspieler. Das ist ein Spieler, wenn der sich weiterentwickelt, ich sage mal so ein Typ Arnautovic, ja, der kann mit Einzelaktionen solche Spiele aufmachen, hat einen guten Freistoß, ist frech, kreativ, Gott sei Dank, endlich wieder ein Kreativspieler in unserer Bundesliga. Na, der, für den kannst du Geld zahlen, um den anzuschauen in einem Stadion. Ja, guter Kauf, muss man ehrlich sagen. Ja, der vor allem auch dynamisch Druck nach vorne macht. Und ich würde sagen, wir blicken noch mal auf die 4 Tore. Ja, das ist genauso eine Aktion, eine Einzelaktion. Und gibt dann noch das gute Passel an Röcher. Und ja, der hat dann die Übersicht. Tormann ist da chancenlos. Ja, sehr schön. Ja. Aber die Vorarbeit war wichtig, wegdrehen, verkehrt stehend. Tempo-Dribbling. Manche in österreichischen Fußball können mit dem Ball wenig Tempo machen, aber er hat es drauf, hat die Übersicht. Check. Thomas macht es trotzdem gut, aber nicht gut genug. Wir blicken jetzt auf den Ausgleichstreffer. Ja, da hat der Eddie was Entscheidendes gesagt. Das geht eigentlich heutzutage nicht mehr, hat der Eddie gemeint, im Fußball, dass du im Stoppen kannst, ausschauen kannst, das ist wie beim Training. Ja, so, ja. Ein Defensivfehler von Sturm. Ja, brauchen wir nicht mehr. Ganz allein steht er dort und hat noch Zeit. Also. Hillender hat da geschlafen. Ja, total. Ja, und hier ist noch unsere Despotov. Das ist vielleicht in der Auswahl für Tor der Runde. Gehört sicher dazu. Ja, ist ein Topspieler. Und wenn die auf dich zukommen mit dem Ball, ja, die sind gefährlicher wie manche mit zwei Revolver in der Hand. Das Problem ist halt immer nur, wenn eine nicht so reiche Mannschaft wie Sturm einen so guten Spieler hat, die Gefahr, dass er dann verkauft wird, ist immer groß. Der ist auf Leihweise, glaube ich. Also erkennt einer gar nicht, da ist noch ärger. Aber das ist ein Spieler, der kann oder der müsste schauen, dass er über die Entwicklung in eine größere Liga kommt. Der soll uns einfach nützen als Sprungbrett der österreichischen Bundesliga. Genau. Aber ein herrlicher Spieler, alles, immer was im Kopf, immer eine neue Idee. Ja, ja.
Super. Wir blicken nochmal auf Siebenhandel. Er ist ja wieder zurück im ÖFB-Team. Zu Recht? Naja, durch die Verletzung von Stankovic brauchen wir natürlich einen Tormann. Und er ist in der österreichischen Liga einer der Besseren. Aber generell, sage ich, haben wir nicht die besten Torleute derzeit. Wir haben sicher ein Defizit in der Torleutefrage. Aber ja, er ist doch einer der Besseren von die. Ja, ich finde, die Entscheidung ist richtig. Er gehört zu den Top 2, 3 Torhüter in Österreich über die Jahre, die er jetzt schon spielt bei Sturm. Also ist und okay. Der Foda kennt ihn, weil der Foda war natürlich Trainer bei Sturm, genau, und kennt ihn gut. Deswegen ist es Badewiesen, nicht? Sag mal hier. Also Sturm Graz gewinnt zu Hause 3:1 gegen Hartberg. Und nach einer kurzen Werbepause blicken wir auf das dritte Match. Hier treffen St. Pölten gegen Wattens aufeinander. Ja, und da blicken wir dann auch mal auf die zahlreichen mitgereisten Fans von Wattens. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu unserer großen Bundesliga-Show live hier auf OE24TV. Wir blicken zunächst einmal auf die bisherigen Spiele. Und hier verliert SCR Altach zu Hause 0:3 gegen Rapid Wien. Sturm Graz gewinnt zu Hause 3:1 gegen TSV Hartberg. Und wir machen jetzt hier weiter mit dem dritten Match. Mit Sieg an Wattens vorbei, St. Pölten empfängt zu Hause Wattens. Ja, Frankie, 7 lange Spiele musste St. Pölten warten und letztes Wochenende war es dann endlich soweit. Ja, und eigentlich St. Pölten ist gar nicht die Mannschaft, die mich so fasziniert, sondern die Tiroler. Die sind die, die eigentlich, bei denen warst du nie. Die kommen, schießen die Austria weg, dann verlierst du die nächste Partie. Die sind so unterschiedlich. Also schauen wir mal. Und ich weiß natürlich, dass du Edi heißt. Nein, das ist so. Mir passiert das so oft. Frauen verwechseln mich in allen Szenen. Ich sage einfach, schau mal, so ein Butler ist, sage ich auch. Ja, ihr reagiert und das ist das Wichtigste. Ja, und wir blicken natürlich auch noch mal auf Wattens. Das ist ja gerade so ein Spiel mit Hölle und Himmel, oder? Ja, die Wattens, die genießen dieses Jahr nach dem Aufstieg. Die sind schon angekommen, aber ich glaube, sie werden ein bisschen schlampert, sage ich mal. Weil sie müssen schon schauen, dass überall, auch wenn es nur ein Unentschieden ist, Punkte sammeln. Weil wir haben es schon gesehen, wenn St. Pölten gewinnt, überholen schon Wattens. Wir haben Wattens auf der Rechnung, dass die um einen Abstieg spielen. Aber bis jetzt sind sie ein bisschen so wie Hartberg letzte Saison gewesen. Überraschend, aber sie müssen Punkte, weil sie wären sonst gleich wieder unten hineingereiht. Und dann wird es schwer, weil dann kommt der Druck. Und Druck ist Nervosität, ist Probleme, ist negative Energie. Dann haben sie kein Heimstadion, kein echtes. Ja, das ist noch schlimmer. Ist auch ein Nachteil natürlich, dass sie zu Hause nichts machen dann können. Dann haben sie auch nicht die Auswärtsfans, die du vorher lustig angesprochen hast. Es ist schade. St. Pölten hat 1-0 in Wien gewonnen. So, die haben den, was wir in Holland gesagt haben, die haben eine breite Brust. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Mannschaftsaufstellung beider Teams und blicken zunächst einmal auf St. Pölten. Ja, was soll der Trainer bei dieser Aufstellung machen? Nicht viel ändern. 1-0 gewonnen gegen Rapid, 1-0 gewonnen zu Hause gegen Ried im Cup. Deswegen heißt es in England, never change a winning team. Und man hofft natürlich wieder auf Balic-Tore, weil der Balic war der Siegertorschütze gegen Rapid. Ein guter Kicker, sehr guter Stürmer, schnell, dynamisch. Und auf der Koreaner Pak. Und am Ende, wenn es nicht klappt, Hansi Gartlein. Der macht dann immer irgendwas. Genau. Ich bin eh immer gleich, aber nicht schlecht. Ja, Edi, und wir blicken jetzt noch mal gemeinsam auf die Aufstellung von Thomas Silberberger. Der hat auch etwas, der hat vorhin auch einen super Stürmer, den Dedic, der ist auch einer, der ist immer für alles gut. Sonst eine, ich sag so, eine gediegene, sympathische Mannschaft, nicht hochklassig, aber auch nicht unterklassig. So mittendrin können, aber ich vergönne ihnen, dass sie oben bleiben in der obersten Spielklasse. Ja, und es wird wichtig sein, dass die wirklich als Mannschaft zusammenhalten, zusammenbleiben. Die müssen, die können nur die Liga halten über die Zusammengehörigkeit, über die Leidenschaft und über Disziplin. Ja? Und sie müssen defensiv gut stehen, weil das ist das erste Gebot im österreichischen Fußball. Erst hinten stehen und dann nach vorne spielen. Wir blicken aber noch mal auf den Torhüter Oswald. Er wurde ja absolut gehypt. Ist das noch gerechtfertigt, seine Leistung? In den letzten Zeiten, muss ich sagen,
ist er nicht unbedingt den Rückhalt, den er am Anfang war. Ja, aber jetzt muss er natürlich als Tormann die Ruhe bewahren, weil ein Tormann tut man nicht jedes Mal auswechseln. Und ich glaube auch nicht, dass der zweite Tormann besser ist, weil sonst, glaube ich, hätte der schon gespielt. Weil der Trainer ist ja kein Selbstmörder, dass er einen schlechteren Tormann aufstellt als da einer, der auf der Bank hat. Ja, und wir sind jetzt hier heiß auf das dritte Spiel. Sandpölten empfängt zu Hause Wattens. Los geht's hier beim Spiel Sandpölten gegen Wattens. Ja, da klatschen sich zunächst einmal beide Trainer noch ab. Und hier geht's gleich mal in der Anfangsphase heiß her. Pack nimmt den langen Ball ideal an und schirmt ihn vor Hager ab. Ein kurzer Pass zu Balic und der schießt aufs Tor ins flache, lange Eck. Und hier heißt es gleich mal nach einer Minute 1:0 für Sandpölten. Da ist die Freude riesig. Und hier sehen wir auch noch mal die Flanke auf Pack. Eindeutig kein Abseits. Der nimmt den Ball sicher an, überlässt Hager dann den Ball und dieser versenkt die Kugel ganz sicher. Und hier sehen wir nochmal, wie Pack den Ball annimmt, spielt zu Balic. Ja, und der nutzt das gnadenlos aus. Keine Chance für den Schlussmann für Tirol. Und die nächste Aktion bahnt sich an. Mata verliert hier den Ball. Ingolic kommt an den Ball, spielt zu Balic. Der schießt und die Abwehr der Tiroler kann nur noch zusehen. 2:0 für Sandpölten. Nicht einmal 10 Minuten sind gespielt. Und dann gehen die Gastgeber auch schon mit 2:0 hier in Führung. Das Ganze eingeleitet durch diesen Fehlpass von Tirol. Und das nutzt Sandpölten natürlich gnadenlos aus. Hier nochmal der Fehlpass. Das Ganze nimmt Sandpölten natürlich dankend an. Und dann der Schuss von Balic. 2:0 für Sandpölten. Jetzt meldet sich aber der WSG wieder. Flanke von links auf Jibor, der seinen Kopfball aber nicht platziert genug ansetzt. Rieger fängt diesen problemlos. Hier sehen wir noch einmal die Wiederholung. Zu wenig Druck von Jibor. Und weiter geht's wieder auf der anderen Seite. Hager verliert hier den Ball und Hofbauer schickt Pack halbrechts in den Strafraum. Pack hat viel Zeit. Was macht er? Er schießt selber und trifft ins Eck. Torfestival hier in Sandpölten. Ja, der Gastgeber führt bereits in der 22. Spielminute mit 3:0. Und hier noch einmal die Wiederholung. Pack steht völlig frei und kann ohne Gegenwehr problemlos abschließen. Und er nimmt sich, packt den Ball an, geht alleine, wird nicht angegriffen. Ja, und das nutzt er natürlich schamlos aus. Ja, ein zufriedener Trainer bei Sandpölten klatschend nimmt Alexander Schmidt den Treffer entgegen. Nun Freistoßmöglichkeit für Tirol nach einem Foul von Drescher. Brandner nimmt Anlauf und versenkt die Kugel. Sehenswert! Anschlusstreffer für die Gäste. Wow, was für ein Ding! Und hier sehen wir natürlich nochmal auf den Freistoß. Klasse platziert von Brandner. Wirklich ein toller Schuss. Da ist der Keeper von Sandpölten chancenlos. Genauestens platziert. Ja, da hatte ein Torwart wenig Chancen und dann geht es auch direkt weiter mit der gleichen Freistoßmöglichkeit. Fast dieselbe Position. Brandner läuft zwar an, währenddessen schießt aber, wie wir hier sehen, Marta fast aus dem Stand. Riegler lässt sich aber nicht überraschen und hält. Und nach einer Ecke für die Tiroler heißt es hier erst einmal Halbzeit. Mit einer 3:1-Führung geht es für Sandpölten in die Umkleide. Und WSG-Trainer Thomas Silberberger hat sich da bereits einige Notizen gemacht. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Hofbauer bekommt in zentraler Position den Ball von Ingolic und gibt den Schuss ab. Oswald reagiert schnell und kann den Ball über das Tor drehen. Und hier sehen wir noch einmal den gefährlichen Schuss von Hofbauer. Und Sandpölten macht weiterhin Druck. Davis flankt, Ingolic kann den Ball schön annehmen und vorhin Bucherer weiß sich nur noch mit einem Foul zu helfen. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt 11 Meter für Sandpölten. Und hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Bucherer hält Ingolic hier mit beiden Armen auf. Ja, und Luxparra nutzt das Ganze aus und trifft hier zum 4:1. Ob Schiedsrichter des Jahres Harald Lechner hier wirklich richtig liegt, das, liebe Zuschauer, dürfen Sie entscheiden. Aber Luxparra trifft hier ganz sicher. Keine Chance für den Keeper. Und in der 85. Minute wird es nochmal heiß. Freistoß für Sandpölten. Oswald kann den ersten Schuss parieren. Meißel kratzt den Ball dann noch gerade von der Torauslinie. Ja, und Pack steht da genau richtig. 5:1 für die Gastgeber. Was ist das hier heute? Ein absolutes Torfestival. Da ist natürlich die Freude bei Sandpölten riesig. Aber wir blicken jetzt noch einmal auf die Wiederholung. Freistoß Sandpölten. Und das riecht hier stark nach Abseits durch Pack und Meißel. Ja, und auch Meißels Hereingabe auf der Linie. Ist da der Ball etwa schon im Aus? Ja, auch das ist hier definitiv eine strittige Geschichte.
je nach Perspektive. Aber Pack steht da goldrichtig und macht das Ding dann mit dem Oberschenkel rein. Ja, und Harald Lechner war der meistbeschäftigste Mann an diesem Nachmittag und dann pfeift er das Spiel aus. St. Pölten gewinnt verdient daheim 5:1 gegen Wattens. Ja, St. Pölten gewinnt 5:1 zu Hause. Wir haben es gerade eben gesehen. Das letzte Spiel bereits gewonnen. Sind sie jetzt wieder zurück, die Wölfe? Man muss ja sagen, das erste Heimspiel im Jahr 2019 für St. Pölten. Ja, bis jetzt haben sie gespielt. Jeder sagt Wölfe, aber eher wie die Meerschweine. aber jetzt werden so langsam Meerschweine mit bissigen Zähnen. Sie haben jetzt 3 Siege, das tut gut. Sie waren klar verdient gewonnen. Deswegen mache ich mir eigentlich nach diesem Spiel viel mehr Sorgen um Wattens. Weil was die vor Begleitservice gespielt haben heute auf dem Fußballplatz in St. Pölten, das war ja fahrlässig. Aber du hast recht, St. Pölten muss aus diesem schöpfen, Kräfte schöpfen und können dann in der Transferperiode ihre neuen Spieler einsetzen. So, da kann was entstehen. Wie siehst du das, Edi? Hat Alexander Schmidt damit heute den Grundstein gelegt? Naja, für mich war eigentlich enttäuschend, dass die Wartener das nicht gespielt haben, was sie bis jetzt immer gespielt haben. Sie waren im Mittelfeld dominant, sie waren laufstark, sie sind fußballerisch nicht erste Sahne, aber sie sind gut. Und heute waren sie eigentlich weg vom Fenster. Heute waren sie Zuschauer bei einer Partie, haben aber nicht mitgestaltet. Und dann haben sie nur das Pech, dass der Torhüter, er hat eine große Form gehabt, jetzt hat er halt ein bisschen eine Schwäche. Das gibt es auch nur ein Mensch. Und das ist auch ein Pech, weil ich glaube, von den 5 Tore, sagt, 2 kann er halten. Also unter uns gesagt. Aber ist wurscht. Hätten sie 3:1 verloren. Der wird sie wieder erfangen, aber die Tiroler müssen jetzt aufpassen, weil sie sind so schnell unten drinnen. Das wird dann sehr, sehr heikel. Ja, zahlreiche Tore sind gefallen und wir blicken noch mal kurz hinein. Ja, ist natürlich ideal, als Anfang. Die Ballannahme vom Pack ist fein. Und ja, Balic hat Selbstvertrauen jetzt nach dem Tor gegen Rapid. Der einzige Treffer, macht er das, was ein Stürmer machen muss. Haut einfach drauf. Für mich war das kein Abseits, aber diese Annahme ist schon fein. Und dann liegt er, ich weiß nicht, gewollt oder nicht. Ich bin eher dieser Meinung, Oswald hätte den schon einmal gehalten. Aber das ist natürlich auch, Mader, der Routinier, spielt einfach den Ball zurück. Und dann macht Balic einen wunderschönen Schuss im langen Eck. Aber hier kann für mich, glaube ich, den Oswald nichts dafür. Das ist verdeckt, den Schuss. Der war ja auch, genau. Wir blicken jetzt auf den dritten Treffer. Ja, das ist, was wir gerade gesagt haben. Schauen wir mal, keiner geht ihm an. Jeder schaut, was macht der Freund Pak, der Koreaner. Er macht eine kleine Schere, macht ein kleines Tanzel. Schau her, statt dass man den angeht, statt dass man den Ball verteidigt. Und dann, das ist dann Landesliga-reif, wie da verteidigt wird. Super Pass von Hofbauer. Aber hier schau, der muss der 26. hin und nicht warten und schauen. Weil dann wird es vorher Oswald natürlich auch schwer. Man muss viel aggressiver sein. Ja, das ist nichts. Gut, Standard ist immer schwierig. Ja, aber dann glaubst du, kommst wieder ein bisschen zu. Aber Wattens ist zu schwach. Ich weiß nicht, ob die den richtigen Glauben in dieses Spiel mitgenommen haben, dass sie in St. Pölten was machen können. St. Pölten war aggressiver, St. Pölten war einfach dominanter und deswegen und weniger Fehler gemacht. Das stimmt. Ja. War das ein Elfer in euren Augen? Also für mich war es kein Elfer, aber ich habe es jetzt 5-mal angeschaut. Der Schiri sieht es einmal, muss gleich entscheiden. Das ist schwierig, aber man kann nicht. Aber das ist schon unser bester Schiri in Österreich, der Lechner. So, ja, wird es schon gesehen haben, dass da eine Berührung war. Und der hat heute ordentlich zu tun gehabt, muss man sagen. Ja. Aber das war einmal schon abseits. Ja. Dann hat man schauen können mit einem Videobeweis, war der Ball schon hinter der Linie, vordat er wieder zurückgespielt ist. Aber das ist klar abseits. So, das Tor ist eigentlich, muss man normal nicht geben. Aber ja, 4:1 oder 5:1. Aber war der Ball im Aus? Naja. Bei dem Zuspiel? Schwierig. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht. Das war auch eine knappe Entscheidung. Das aber hier wieder auch schlecht verteidigt. Oswald bleibt auf der Linie picken. Ein anderer Tormann geht raus und schreit, ich, und boxt den Ball weg. So, es wird jetzt wichtig sein für Wattens, dass hier rauskommen, wieder mit der Normalform. Genau. Gut, ich habe jetzt
Gott sei Dank, sage ich, die Länderspielpause. Ja. Und dann können sie wieder zu sich finden. Weil sie sind im Moment, haben sie die Form verloren. Aber wir sind uns hier definitiv einig, St. Pölten gewinnt hochverdient. Genau. Wir sind doch sowieso mit Ihnen einig. Das ist, wir trauen sich nichts anderes an. Sonst gibt es nämlich nach der Sendung hier Ärger. Die Jungs haben sich ja schon drauf eingestellt. Und wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause. Dann geht es mit dem vierten Match weiter. Austria empfängt zu Hause Mattersburg. Ja, und hier sehen wir Trainer Ilzer. Dem ist der Zorn der letzten Wochen richtig ins Gesicht geschrieben. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Bevor wir jetzt hier auf die österreichische Bundesliga blicken, schauen wir nochmal auf das Thema der Woche. Das hat ganz Europa hart beschäftigt, denn der FC Bayern München hat sich von Trainer Niko Kovac getrennt. War das voraussehbar? Ja, eigentlich schon, weil unsere Wahrsage, der Eri, hat es schon vor 3 Monaten prophezeit. Aber trotzdem habe ich geglaubt, er wird bis der Winterpause noch durchhalten. Aber laut Uli Hoeneß waren zu viele Spieler gegen ihn. Und dann hat der Hoeneß gesagt, der Hans, der kann's. So, da hat man den Hansi Flick als ehemaliger Co-Trainer das Skepter gegeben. Und ich glaube, ein zweiter Hintergrund ist noch, wenn ich das sagen darf, am Ende der Woche verabschiedet sich ja Hoeneß als Präsident. Ja. Und er hat genau gewusst, er war ja der wollte Kovac. Und er hat gewusst, wenn er geht, hauen sie ihm den Kovac nach. Und das wollte er verhindern. Und deswegen haben sie einen schönen Abschied gemacht, den ich wirklich toll gefunden habe. Hat ihn sicherlich, schätze ich, 10 Millionen Euro gekostet. Aber dann, wenn man genug Geld hat, macht man das gern. Ja, und wir müssen jetzt sagen, Hansi Flick hat jetzt vorerst übernommen und er hatte sich richtig gut beweisen können. In der Champions League 2-0 gewonnen und gestern gegen Dortmund zu Hause starke 4-0 gewonnen. Könnte es vielleicht sein, dass Hansi Flick bis zur Winterpause weitermacht oder hat da der FC Bayern München schon einen Trainer in Aussicht? Ich glaube, dass ein Trainer kommen wird, aber erst im Sommer. Ich glaube, dass Bayern München gut daran tut, einen Trainer, wenn die Spieler jetzt auf einmal rennen. Komisch eigentlich, ja, der Trainer ist auf einmal, sagt man, und dann sollte man das lassen. Was gut ist, sollte man nicht unterbrechen. Deswegen glaube ich schon, dass ein echter Wunschtrainer ist dann erst im Sommer frei. Das kann der Haag sein, von Ajax, es kann ein anderer großer Trainer sein von Tottenham oder aus Italien, aber die Trainer, die jetzt am Markt sind, weiß ich nicht, den Wenger, Mourinho und wie sie alle heißen, sind nicht echte Kaliber für Bayern, finde ich. Oder? Was glaubst du? Ich habe die Diskussion geht wieder los, wenn die Bayern in der Champions League rausfliegen. Solange sie in der Meisterschaft mitspielen, solange sie in der Champions League sind, ist Bayernfriede oder Weihnachtsfriede. In dem Moment, wo die Bayern rausfliegen, vorzeitig geht das Theater wieder los. Hundertprozentig. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Erstmal läuft es richtig gut für den FC Bayern in der Champions League, muss man sagen. Vorzeitig qualifiziert. Na gut, aber die Gruppe, ich meine, das war nicht einmal die Gruppe, die sie verlieren dürfen. Also, es war klar, das schaffen sie, da war ich ganz sicher. Aber sie haben sich auch in der Meisterschaft wieder erfangen, das muss man auch sagen. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, auch der Hansi Flick gegen Dortmund noch kurz, schon mit einer Verteidigung, mit Alaba wieder als Innenverteidiger, mit Martinez. So, es ist eine gute Leistung überhaupt. Die Dortmunder sind jetzt komplett zerbrochen. Die wissen nicht, eine Viererpackung, aber richtig verdient. Die haben eigentlich mehr erwartet, die haben gegen Inter Mailand gewonnen gehabt. So, in Deutschland ist das wieder jetzt, hat Bayern das Thema einmal Dortmund wiedergegeben. Jetzt ist die Bild-Zeitung wieder jeden Tag voll von negative Energie Dortmund. Ja, aber wenn man mal gesehen hat, die englische Liga, die wir uns angeschaut haben, dort sind die Bayern nicht im Moment. Nein, da kommen wir es nicht hin. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich als vielleicht Bayern-Fan bin nach wie vor total euphorisch. Ja, ich stehe dazu. Ja. Wir haben es ja das letzte Mal schon geklärt. Und wir blicken jetzt wieder auf die österreichische Fußball-Bundesliga, auf die bisherigen Spiele. Alltag verliert zu Hause 0-3 gegen Rapid Wien. Sturm Graz gewinnt 3-1 gegen TSV Hartberg. Ja, und St. Pölten gewinnt zu Hause 5-1 Torfestival in St. Pölten gegen WSG Tirol. Und damit machen wir jetzt hier mit dem vierten Spiel in der Runde weiter. Durchatmen oder Tabellenkeller. Austria empfängt zu Hause Mattersburg. Ja, Frankie, zu Austria muss man ja sagen, wie so ein angeschlagener Boxer kämpfen die sich aktuell durch die Liga, oder?
Ja, sie stolpern durch die Liga. Ja. Ich habe versucht heute mit einem violetten Sakko, dass ich ein bisschen unterstützen kann. Wir hauen eigentlich jetzt schon mittlerweile, viele hauen drauf, auch ich. Draufhauen ist ein großes Wort, aber mich kritisieren sie natürlich, weil sie haben ein Riesenbudget, sie haben Ansprüche, sie haben einen Trainer geholt, der in aller Munde war, sie haben einen Peter Stöger geholt, als Sportdirektor noch zusätzlich. Sie haben so viel getan und dann treten sie am Stand. Und besser gesagt, sie treten rückwärts. So, sie müssen jetzt nur Punkte. Sie müssen nicht einmal versuchen, gut zu spielen, sie müssen nur Punkte machen, um so schnell wie möglich vielleicht noch den Anschluss zu bekommen bei die ersten sechs. Das wird schwer, aber wenn die gegen Mattersburg verlieren würde, glaube ich, dann ist richtig Feier am Dach, am Verteilerkreis. Okay, genau. Der Hartberg hat ja 6 Punkte Vorsprung. Wenn die Austria verliert, dann sind die Hartberger weg. Also das muss man mal sehen. Für die Austria ist die heutige Partie gegen Mattersburg fast ein kleines Schicksalsspiel. Ja, man muss auch sagen, dass die Fans außer sich sind. Da haben wir noch einen Beitrag für Sie zusammengefasst, beziehungsweise ein Foto vom Spiel. Und da sind wirklich die Fans außer sich. Wir blicken kurz hinein. Ja, hier sieht man schon einige Plakate, die man hier vorbereitet hat. Was sagt ihr, ist es gerechtfertigt? Man schießt ja wirklich komplett gegen den Vorstand, muss man auch sagen. Nicht nur gegen Trainer, sondern gegen alle. Ja, aber weißt du was, ich muss schon sagen, ich habe das auch gelesen bei uns in der Österreich-Zeitung. Wenn du 19 Euro zahlst für ein Gespräch mit dem Sportdirektor, dann wird es ein bisschen mühsam. Ja? Das muss man schon sagen. Überhaupt in dieser Phase. In dieser Phase kannst du sogar sagen, Jungs, kommt mal gratis im Stadion. Frauen, Kinder gratis, weil wir spielen einen Schaster letzter Zeit und wir wollen das einmal so gut machen. Aber derzeit schießen es alle gegeneinander im Verein. Wobei ich schon sagen muss, wenn zwei, drei Wahnsinnige irgendwelche Bengalen schießen und werfen und es gibt Kinder im Stadion, ist es nicht sinnvoll. Ja? So, ja. Das sollte man hinterlassen. Aber sonst darf ein Fan solche Plakaten hängen. Was glaubst du, was über mich schon geschrieben haben mit Stöger? Stönkos raus, Schinkos weg, der fliegende Holländer fliegt weg oder was weiß ich. Das musst du akzeptieren, für das wirst du bezahlt und da musst du drüber stehen. Aber es wird dann mühsam, wenn man unter die Gürtellinie geht und wenn man als Fan glaubt, man muss gewalttätig werden. Das soll nicht der Fall sein. Aber siehst du die Kritik gerechtfertigt, Edi? Es ist so, die Austria, egal wer, haben viele Dinge nicht optimal gemacht. Das muss man offen sagen. Es ist halt passiert, sie haben es ja nicht in böser Absicht gemacht, sondern im guten Willen. Ich sage jetzt nur diese Peinlichkeit mit 4 Jahre in den österreichischen Cup austragen etc. Die haben geglaubt, wirklich, das ist eine gute Idee. Okay, ist passiert, sind alles nur Menschen. Jetzt muss man sagen, wenn ich Austrianer wäre, wir müssen zusammenhalten. Jetzt schauen wir, wie es geht. Und jetzt schauen wir, dass wir die kleinen Körnchen sammeln und dass wir raufkommen unter die ersten 6. Dann können wir spielen gegen Rapid, dann haben wir ein Derby und dann haben wir die kleine Chance, wieder in den Europacup zu kommen. Wenn du unten bist, ist die Austria, das garantiere ich, auch im nächsten Jahr tot. Das ist leider so. Sie spielen jetzt um die Zukunft und deswegen müssen alle Austrianer zusammenhalten, dass das halbwegs über die Bühne geht. Aber da müssen wir uns klar sein, sie spielen ja nichts, aber sie gewinnen auch nichts. Das ist, aber sie sollen, das muss man Rapid hoch anrechnen, Ärmel aufkrempeln und gehen wir. Da müssen wir durch. Rapid spielt ja auch nichts. Es ist einfach so, die zwei Wiener Vereine, die rennen die Ansprüche nach, das ist ja Wahnsinn. Das ist kein Fußball, die wir gewöhnt sind von die zwei Top-Vereine, ehemalige. Und, aber die müssen zumindest jetzt schauen, dass über den Kampf wieder zu ihrer vielleicht einmal Normalform kommen. Aber wenn du ein paar im Vorstand hast, die glauben, dass Fußball die Fußballweisheit gefressen zu haben und die es aber nicht wissen, ja, dann hast du ein Problem. Weil dann machst du falsche Vereinseinkaufspolitik, dann hast du ein Budgetüberschuss, dann hast du wenig Fans und. Und dann geht nichts mehr. Aber dann ist nicht immer der Trainer schuld, dann sind meistens die schuld, die das alles veranstaltet haben. Trainer, gutes Stichwort. Wir schauen jetzt auf die Aufstellung von Christian Ilzer. Ja, ich habe es auch in meinen Kolumnen geschrieben. Er hat schon vieles probiert. Einmal mit dem Pfefferoni. Die Jungs sollen scharf gemacht werden. Und. Ich glaube, da musst du jetzt überhaupt nichts mehr machen. Weil du musst einfach die Tabelle ganz, ganz groß bei jeder, bei seinen Kleiderhaken hinhängen. Und dass jeder weiß, aha, wir sind ja wirklich schlecht. Und wir müssen jetzt
unbedingt gewinnen, egal wie. Egal wie, wir müssen gewinnen, wir müssen rausgehen und die Mattersburger niederrennen. Und das ist die einzige Methode, da brauchst du nicht viele Worte, da brauchst du Taten am Fußballplatz. So, egal wer jetzt das violette Leiberl anzieht, der muss Blut spucken. So wie du. Ja, nein, aber es ist so. Ja, es ist definitiv so. Und wir blicken auch selbstverständlich hier noch auf die Aufstellung von Mattersburg. Edi, gibt es da irgendwelche Änderungen? Nein, die Mattersburger sind, wie man sagt, eine brave Mannschaft. Die haben in der Vergangenheit, eigentlich sind die Mattersburger genau der Gegner, den du brauchst, wenn es da nicht gut geht. Ja? Die brauchst du, weil an die kann man sich aufrichten. Nur unterschätzen darf man niemanden. Die Mattersburger werden alles geben und für die wäre ein Unentschieden schon ein Erfolg. Ja, und ich würde sagen, wir schauen jetzt gespannt hier auf das Match. Austria empfängt zu Hause Mattersburg. Die Austria-Fans, die sind so richtig angefressen. Markus Kretschmer raus gab es zu hören und gibt es auch auf diesen Pickeln zu lesen. Es gab einen offenen Brief der Austria an die Fans. Man will einfach Darbietungen wie zuletzt verhindern. Auch Christian Ilzer steht in der Kritik. Alle erhoffen sich wieder richtigen Fußball und schöne Aktionen. Corner für die Austria. Nicht einmal eine Viertelstunde ist gespielt. Mondschein auf Grünwald und dann ist der Ball im Tor. Und das ist der super Auftakt für die Violetten. Von dem haben sie alle geträumt. Und da geht es gleich zu den Austria-Fans, die mitleben sollen diesmal. Ja, und da ist der Ball auch im Netz. Wir sehen es. Verwirrung, Mara, ganz schlecht rausgespielt den Ball. Und dann kommt das Spielgerät über mehrere Stationen. Hanno ist zu spät dran zu Grünwald und der netzt ein zum 1:0. Die Austria weiterhin im Vorwärtsgang, Rad rutscht er weg. Florian Klein mit einem Flankenschuss und... Ja, wir sehen im Hintergrund auch immer weniger nette Transparente. Die werden da fast minütlich ausgetauscht und Florian Klein hat hier Pech. Dann einmal die Mattersburger. Erhard auf Kwasina, der Ex-Austrianer Kwasina, aber Lucic ist hier zur Stelle und verhindert den Ausgleichstreffer nach einer halben Stunde. Wir sehen es, kein Abseits, Madl ein bisschen zu spät dran und Kwasina kann den Ball hier nicht in seinem ehemaligen Wohnzimmer unterbringen. Zakaria mit dem Corner. Palmer Brown. Ja, und da hätte er beinahe den zweiten Treffer für die Wiener Austria erzielt. Glück für die Mattersburger. Ein guter Eckball und dann einer der wenigen Phasen, in denen es kein Transparent gibt. Wir sehen es im Hintergrund. Die Austria kann den Ball hier aber nicht an Kusta vorbeibringen. Dann Einwurf. Klein. Sachs. Grünwald und ein Schüsschen, aber da ist er ganz sicher, der Torhüter der Mattersburger. Dann sind es endlich einmal auch die Mattersburger hart mit einem Schüsschen, aber wirklich gefährlich ist es nicht, nur ein Edelroller. Dann die Mattersburger wieder auf Florian Hartz, der Ball wird abgefälscht, Kano und super Parade von Lucic, der hier eingreifen kann und eingreifen muss. Da sehen wir es zunächst, Madl fälscht den ab und dann aus 11 Metern ist es der Spielmacher der Burgenländer, der allerdings vergibt. Höller ärgert sich dann noch in der Mitte. Ja, da sehen wir es, er hätte den Ball wahrscheinlich auch gerne gehabt, aber der Austria-Torhüter, der präsentiert sich in großartiger Form. Und mit diesem Spielstand geht es in die Pause. Das erste Saisonduell haben ja die Violetten mit 5:1 gewonnen. Dann ein Fallrückzieher, Borkovic auf Grünwald, der hat nichts eingebracht. Dann wieder Zakaria mit dem Corner. Da ist Thomas Ebner und Tor, 2:0. Ganz alleine ist er hier gestanden und da ist schon so eine Art Vorentscheidung gegeben bei den Violetten. Wir sehen es hier, Zakaria mit dem Corner, Palmer Brown setzt sich im Kopfballduell durch und Ebner hat alle Zeit der Welt, schiebt den Ball dann ins Eck, wird hier ganz schlecht bzw. gar nicht gedeckt. Da sehen wir es, Palmer Brown gegen Höller setzt er sich durch im Luftduell, Ebner kann sich die Ecke aussuchen. Und Kusta ist ohne Abwehrchance. Dann wieder Grünwald, heute sehr agil. Sein Freistoß klatscht da, glaube ich, noch, sogar noch an die Stange. Da sehen wir es mit viel Effet, wie einst Roberto Carlos. Bisschen was fehlt zu ihm, aber es ist schon ganz passabel, was er hier zeigt. Dann wieder die Mattersburger. Und da ist der Ball im Tor, aber achten Sie bitte auch auf das Transparent im Hintergrund. Bürger war im Abseits. Aber da sehen wir es, MK Schleichtig. Also, man weiß gar nicht, wohin man schauen soll in diesem Moment. Abseits war es vom Bürger, aber Kritik auch an Markus Kretschmer. Doch dann ist Patrick Bürger da und da macht er seinen Treffer. Zum 2:1 Anschlusstreffer. Setzt sich gegen James Dzeko durch, der Routinier. Und Lucic
kommt auch nicht mehr ran. Da sehen wir es quasi, da ist da unangenehm viel Verkehr vor dem Strafraum. Und dann setzt sich Patrick Bürger schlussendlich durch. Christian Ilzer, der ist nach wie vor angespannt, kann sich aber freuen, denn seiner Austria gewinnt der so wichtige Befreiungsschlag. Die Violetten setzen sich daheim gegen Mattersburg mit 2:1 durch. Ja, nach 3 Spielen ohne Sieg ist die Talfahrt von Wien, Austria Wien erstmal beendet. Verdient der Sieg heute? Da, um das geht es nicht bei, in dieser jetzigen Phase. Natürlich, sie waren dominanter im Spiel. Depp hat gesagt, sie schießen 2 Tore und Mattersburg mit Glück einen Kopfball, hat sonst eine Chance vom Hanau gehabt mit dem Torschuss. Aber du musst nur punkten. Wenn du jetzt Punkte machst, kriegst du ein bisschen mehr Selbstvertrauen und vielleicht kannst du dann spielerisch immer was ein bisschen dazulegen. Wobei die Austria von Anfang an nichts im Spiel dazu beigetragen hat, dass man sagt, bist du narrisch, die sind jetzt richtig gut. Die haben gegen Wartens, das muss man noch kurz sagen, schon 11 Tore bekommen und hat 3 Spiele gegen Wartens, inklusive Cup, 3-mal verloren gegen Wartens. So, die Austria kann nicht sagen, ja, das war ja Zufall, 1-mal verloren, nein, 3-mal. So, die haben zu wenig Qualität, um jetzt zu sagen, na, wir müssen bei den ersten 6 100% dabei sein. Aber sehen wir es positiv, die Austrianer, jetzt haben sie endlich wieder ein Heimspiel gewonnen. Ja. Es bringt ihnen von der Tabelle, ihr Gegner heißt der Hartberg, die haben verloren und trotzdem bringt es ihnen nichts, weil die Hartberger immer noch weit vor ihnen sind. Also, und sie brauchen eine Serie. Und es ist verdammt, verdammt schwer. Aber vielleicht war das der Beginn eines Durchmarsches. Ja klar, wenn die Kappa-Team mehr verlieren, die Austria. Was wird da noch passieren? Dann marschieren die durch. Und weißt du, was ich mir denke? So waren wir als Spieler. Wenn solche gescheiter Leute, so wie der Eddie oder der Schinkels oder andere, die dann kritisieren, teilweise auch sachlich und korrekt, ja, dann machst du in der Kabine die Tür zu als Spieler und dann sagst, denen zeigt man es jetzt. Ja. Und jetzt erst recht. Und jetzt halt man zusammen. Und das aufbäumen, das ist vielleicht jetzt ein Sieg gewesen, wo man das wieder weitermachen kann. Jetzt kommt die Länderspielpause. Jetzt hat der Ilzer noch einmal 2 Wochen, um die Jungs noch einmal zu trainieren und noch einmal für die nächste paar Runden vorzubereiten. Aber der Eddie hat es richtig gesagt. Du musst einmal den Rückstand auf Hartberg aufholen. Das ist auch nicht leicht, weil du musst gewinnen, aber die müssen auch verlieren. Aber das ist auch nicht so schlecht, die Hartberg. Das ist das Unfaire, die gewinnen auch mal. Ja, genau. Ja. Wir blicken jetzt hier nochmal auf die Tore des Spiels. Ja, idealer Aufbaugegner. Mattersburg, früher hättest du nie ein Kopfduell gewonnen. Jetzt verlieren sie Kopfduelle nach der Ecke. Und ja, Grünwald ist einer der wenigen, der die Qualität hat, mit Mondschein, um richtig torgefährlich zu werden. Und das macht er gut. Ja, sehr Kicker, sieht man. Aber die Verzweiflung beim Ilzer war schon da. Da muss er in der Innenverteidigung spielen oder auf 6er. Braucht er nicht. Er muss immer im Gegensatz zum 16er sein. Genau. Und hier sehen wir auch den zweiten Treffer durch Ebner. Sehr überlegt von Ebner. Wieder aus dem Standard. Wieder ein Ball, die Mattersburg nicht klären kann. Deswegen ist Mattersburg herzlich willkommen im Abstiegskampf. Weil, ja. Und hier folgt der Anschlusstreffer für Mattersburg durch Bürger in der 77. Minute. Eingewechselt hier schon, aber der Tormann sehr schlecht aus, der Lucic. Weil den muss er, statt dass er sich fallen lässt und hofft auf einen Freistoß, muss er da mit den Handschuhen rausgehen, wie der Mike Tyson in seinen besten Zeiten. In England, wenn das in England ist, gehen 3 Leute, darum haben die alle so wenig Zehnt, gehen die durch und das muss er auch machen. Ja, er wollte ein Foul spielen, das war eine Fehlentscheidung. Das ist ein junger Torhüter, ist nicht routiniert, aber das war eine Fehlentscheidung von ihm. Aber Gott sei Dank für die Austria nicht ins Gewicht gewesen. Ist wurscht, ja. Deswegen 3 Punkte. Mund abwischen, sagt man in Wien, und weiter. Und weitermachen, du sagst es, Frankie. Austria gewinnt zu Hause 2:1 gegen Mattersburg. Wir machen eine kurze Werbepause. Ja, und da sehen wir schon Lars Trainer Ismail. Der hatte heute wenig Grund zum Lachen. Warum, klären wir nach der Werbung auf. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zur Anpfiff, die große Bundesliga-Show live hier auf OE24TV. Wir analysieren hier alles zu dritt. Schön, dass ihr da seid. Und wir blicken auf die bisherigen Spiele zurück. SCR Altach verliert zu Hause 0:3 gegen Rapid Wien. Sturm Graz schnappt sich die 3 Punkte, gewinnt zu Hause 3:1 gegen TSV Hartberg. St. Pölten, da war ein richtiges Torfestival los. 5:1 gewonnen gegen WSG Tirol. Ja, und Erfolgserlebnis für Austria Wien. Gewinnt zu Hause 2:1 gegen SV Mattersburg. Und wir blicken jetzt auf das nächste Spiel, nämlich LASK empfängt zu Hause Admira. Ja, da muss man sagen, ein sehr schweres Spiel für Admira gegen LASK, weil die haben ja aktuell eine richtige Erfolgsserie. Ja, sie sind die Mannschaft der Stunde, nicht nur in Europa, aber sie sind die Jäger von den Bullen und das zu Recht. Wir haben alle geglaubt, Glasner weg, LASK wird Probleme bekommen, aber der Valery Ismail ist gekommen und es ist noch besser geworden. Deswegen Kompliment an LASK, bis jetzt alles richtig gemacht. Ja, man muss wirklich ein Kompliment an Ismail aussprechen und wie er mit seiner Mannschaft gestartet ist, das schauen wir uns jetzt an. Gut, und das Schöne eigentlich beim LASK ist, er macht gar nicht die große Rotation. Er spielt fast mit, ich sag mit 90% seines Kaders durch. Ja, ein, zwei Leute, man, hin und wieder kommt dann der Ragus oder der Sabitzer rein, aber er spielt eigentlich mit seinem Team durch und das ist für mich sensationell, dass die das auch körperlich und auch geistig aushalten. Also, gutes Training und gute mentale Vorbereitung. Und dann nehmen wir noch mal kurz einen Blick auf die Aufstellung von Admira. Frankie, hat sich da irgendeine Änderung getan? Ja, der Trainer, der Schmidt, hat mit den Sarasevic vielleicht probiert er was anderes. Der Beinzel hat gespielt, der Tod, der langjährige Kapitän, ist auf der Bank. So, er hat da etliche Möglichkeiten, aber er muss jetzt einfach Punkte. Er muss schauen, dass er auch mit Punktezuwachs, man kann auch in Linz Punkte, warum nicht? Die müssen doch ein bisschen Müdigkeit so langsam spüren, glaubt man. Deswegen, vielleicht kann man da mit den Unentschieden rechnen, aber man ist unten drinnen und man braucht Punkte, um da wegzukommen. So einfach ist es. Und wir blicken jetzt auf das Match. Favorit LASK empfängt zu Hause die Admira. Valerian Ismail zeigt es an. 5-mal in Folge hat man zuletzt gegen die Admira gewonnen. Gut lachen ist das Motto in Pasching bei den LASK-Fans. Nur 3 Punkte liegt man hinter Tabellenführer Salzburg. Klaus Schmidt, der möchte sich mit seinen Südstädtern endlich Gehör verschaffen im 6. Versuch gegen die Linzer. Doch die drehen richtig auf. Trauner auf Geuginger. Der kommt nicht dran, aber Frieser und der setzt das Spielgerät über das Tor. Da sehen wir es schnell gespielt. Geuginger, der Neo-ÖFB-Teamspieler, der sich natürlich auch empfehlen will gegen Nordmazedonien und Lettland, kommt nicht dran, aber Frieser und der geht drüber. Doch dann ist es wieder Thomas Geuginger und der gebürtige Salzburger findet seinen Meister hier in Torhüter Leitner. Guter Freistoß, aber noch besser die Parade des Goalies. Dann Corner für die Linzer. Geuginger. Frieser. Und der Ball geht drüber. Riesenmöglichkeit für die Linzer. Einbahnstraßenfußball im 4. Gang, würde ich mal sagen. Ein bisschen Luft nach oben ist noch. Aber die sind drauf und dran, einen Treffer zu landen. Und hier ist es wieder Thomas Geuginger. Was macht er? Schuss und Tor. Das ist die Führung. Eingenetzt vom 26-Jährigen. Und es ist eine verdiente Führung. Schnell gespielt und da kommt Menix zu spät, der schaut nur zu. Und ausgerechnet am Vergiss-mein-nicht-Tag sagt er, lieber Franco Foda, vergiss mich nicht. Ich bin ein Spieler vielleicht auch für die Startaufstellung, ein super Treffer. Und dem Franco Foda, wenn er zusieht, den wird das natürlich freuen. Ja, mit diesem Halbzeitstand geht es dann auch in die Kabine. Die Admira, die bemüht sich dann. Bakisch zuletzt 4 Tore der letzten 5 Admira-Treffer auf Saracevic. Wieder auf Bakisch und ja, das kann er besser. Schlager ist hier am Ball. Auf der Gegenseite wieder die Linzer. Da könnten Holland und auch Renner schießen. Holland hat den Schuss dann abgegeben und Leitner ist hier bei diesem halbhohen Schuss auf dem Posten und verhindert einen zweiten Gegentreffer. Dann die Admira, eine gute Möglichkeit hier. Was machen sie draus? Gar nichts.
Ja, das war eine Top-Chance nach einer Stunde. Saracevic wieder, Bakisch, und da geht der Ball weit drüber. Dann die Chance nochmals auf den Ausgleich. Wieder die Admira, Bakisch gegen Trauner. Auf Kolja Pusch und da geht der Ball nicht rein. Saracevic kann nichts machen, den Rampfl klärt. Zunächst Schlager mit der Parade, dann ist es der junge Mann, Schlager noch dran und dann ja, sind die Linzer hier dazwischen und verteidigen diesen Spielstand. Dann muss er vom Platz. Gelb-Rot von Schiri Weinberger für Ismail. Kürzlich hat er noch gemeint, da haut es mir den Beidel auf die Seiten. Hier ist er auch erregt, allerdings weniger lustvoll. Eine harte Entscheidung für Valerian Ismail. Er muss auf die Tribüne. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Einen Konter gibt es noch über TT. Ragos und Sabitzer gehen hier in die Tiefe. TT hat alle Zeit der Welt. Was macht er? Könnte links spielen, rechts spielen. Einer steckt drüber. Sabitzer und Leitner. Da glühen die Handschuhe ein letztes Mal, denn das war die letzte Aktion in dieser spannenden Partie. Und der LASK, der macht das halbe Dutzend voll und entscheidet auch das sechste Duell mit den Niederösterreichern hintereinander für sich. Ja, und LASK setzt die Erfolgsserie weiter fort. Man muss sagen, hochverdient, die hatten das Spiel komplett unter Kontrolle. Ja, aber die Admira hat trotzdem ein paar Chancen gehabt, zweite Hälfte. Aber natürlich, LASK war dominanter, LASK war gut. Ja, aber sie werden schlagbar sein. Und die Admira war zweite Hälfte, musste die Chance haben. Den Bakisch beispielsweise, wir haben eh gerade geredet, schießt, glaube ich, 2-3 Mal 2 Tore. Aber heute erwartet es von einem Stürmer, dass er heute dann trifft. 2-3 super Chancen gehabt. Ja, da muss ein guter Stürmer muss dann treffen. Dann tust du die Mannschaft einen richtigen Gefallen. Ja. Und Admira hatte ja mit LASK, muss man sagen, einen schweren Gegner. Haben sie sich trotzdem wacker geschlagen? Beziehungsweise was muss da jetzt sich irgendwie ändern? Bereits ja, der LASK ist eine Klasse besser als Admira, brauchen wir gar nicht reden. Die Hoffnung der Admiraner war vielleicht die, dass die einmal ein bisschen müde werden, schon langsam. Weil die spielen ja ununterbrochen. Ich glaube gar nicht, dass die überhaupt noch trainieren. Die spielen ja jede Woche 3 Partien. Ich brauche gar nicht mehr trainieren. Auf der anderen Seite, das Schöne an dem Fußball ist ja, wer hätte vor der Saison geglaubt, dass der LASK, der Herausforderer der Bullen wird. Da hätten alle gelacht. Die haben alle gesagt, die sind froh, wenn sie nicht aussteigen. Und jetzt muss man sagen, sie sind eigentlich für mich die Sensationsmannschaft der Liga. Ja, zahlreiche Tore sind bei diesem Spiel nicht gefallen, aber das Einzige, das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Ja, das ist ein super Tor von Gorginger, aber der Verteidiger, muss ich sagen, der Menig, der beschwert sich beim Linienrichter, statt dass er den Gorginger hier attackiert, dass er nicht zum Schuss kommt, rennt er weg. Ich weiß nicht, was für ein Verteidiger, was denen im Kopf einfällt. Er muss den hindern, dass er schießen kann. Da wird es vor einem Tormann Leitner immer schwieriger. Und deswegen, war das... Ist er für mich eigentlich in diesem Spiel kurz der Buhmann gewesen, weil das war zu verhindern. Und dann hast du mit 0-0 eine Möglichkeit, dass du einen Punkt machst. Ja? Ja, aber dazu okay. Ist es nicht gekommen. LASK gewinnt zu Hause. Du bist noch. Ja, muss man mal klar ins Auge schauen. LASK gewinnt zu Hause 1-0 gegen Admira. Wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause und dann blicken wir auch schon auf das letzte Spiel. LASK, WRC empfängt zu Hause die Bullen. Ja, und da sehen wir auch den Trainer Marsch. Ob der zu lachen hat am Ende, das verraten wir nach der Werbepause. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zur großen Bundesliga-Show. Und hier geht es direkt mal weiter mit dem allerletzten Match. Spitzenduell im Lavantal. WRC empfängt zu Hause Salzburg. Ja, wie sieht es bei diesem Match aus? Salzburg, die klaren Favoriten? Ja, schon. Salzburg ist überall in Österreich Favorit. Aber ich freue mich, weil beide Mannschaften fußballerisch gut drauf sind, viele Kreativspieler haben, viele technische Spieler haben. Und die beiden Trainer lassen es offensiv spielen. Und deswegen freue ich mich als Fußballliebhaber auf so ein Spiel. Ja. In der Champions League diese Woche 1-1. Ist da das Weiterkommen noch möglich? Ich glaube schon, die Bullen haben eine Chance, aber ich glaube nicht, dass sie in der Champions League weiterkommen, sondern sie bleiben europäisch. Die werden unter die Top 32 kommen in der Europa League. Oder es passiert ein Wunder. Ganz schwierig wird es für meine Kärntner Landsleute, für den WRC.
Ob sie es da packen, weiß ich nicht. Aber eines muss ich sagen, sie haben auch ein bisschen Pech gehabt. Es 3-0, das klingt noch so viel, da war ein Elfmeter dabei. Es passiert halt. Fußball ist ein schwieriges Spiel, aber sie sind eine tolle Mannschaft. Man kann nur den Hut ziehen mit dem Budget, was die haben, ja. Das muss man mit der Austria und der Rapid erklären, weil die könnten damit nicht einmal eine halbe Mannschaft aufstellen. Das ist wirklich großartig. Und dann nimmt ihnen noch die Politik das Stadion weg für den Europacup. Also die haben wirklich viel Pech gehabt. Und deswegen sage ich, sie leisten eigentlich für mich Unglaubliches. Edi, da würde ich sagen, blicken wir auch direkt mal auf die Aufstellung vom Wolfsberger AC, oder? Genau. Und da tut sie eigentlich nicht so viel, weil die haben nicht so viel zum Wechseln. Die spielen, das ist ja auch ein Phänomen. Wo nehmen die die Kraft her, die Kondition und alles? Die spielen eigentlich sehr konstant, Frenkie, fast immer mit dieselben. Also Maximum wird einer ausgetauscht oder es fällt einer, wenn er... Aber vielleicht, du hast es schon richtig gesagt, bei LASK, vielleicht ist es der Schlüssel zum Erfolg. LASK und WRC spielen am meisten mit der gleichen Mannschaft. Ja, ja. Und deswegen Kontinuität ist ja auch wichtig im Fußball. Frenkie, da schauen wir auch gleich mal auf die Aufstellung von Red Bull Salzburg. Ja, die Red Bull... Zug fährt durch die heimische Meisterschaft. Das ist unglaublich. Ramaljo darf wieder mitspielen. Ja. Auf den hat er es nicht so, der Jerzy Maas. Nein, der ist eben langsam. Ja, genau. Im internationalen Bereich. Janusowitsch spielt derzeit ein hervorragendes Sechser. Unglaublich. Heute spielt der Keuta wieder. Der hat bei WRC letzte Saison hervorragend gespielt. Wölbe in der Innenverteidigung haben es gekauft und viel Geld. Christensen aus Amsterdam geholt. So, die haben schon eine riesige Qualität. Und natürlich, sie haben einen Spieler, auf den redet jeder, Haaland. Anscheinend zwischen 50 und 100 Millionen wollen sie haben für diese Spieler. Ist möglich. Und natürlich bei jedem Tor, was er schießt, kommt ein bisschen was dazu. Ja, man kann auch definitiv sagen, es ist das Spitzenspiel in dieser Runde. Und genau. Wir blicken jetzt auf die Europacup-Starter. Dritter gegen Erster, er ist der Trainer der Ersten, nämlich Jesse Marsch, und beide Eurofighter wollen hochfliegen. Salzburg saisonübergreifend seit 17 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen. Die letzte Niederlage gegen seine Mannschaft am 28. April 1:2 beim WRC. Da war allerdings noch ein gewisser Christian Ilzer Trainer bei den Wolfsbergen. Die erste Möglichkeit in einer sehr unterhaltsamen Partie hat Wank, doch sein Schuss geht knapp vorbei. Solbauer und Co., die sollten an diesem Nachmittag einiges zu tun bekommen. Kofler kommt hier gut raus, macht den Winkel ganz eng und dadurch nichts passiert. Dann Junusovic auf Minamino und da ist der Ball im Tor. Haaland mit dem Verschall ins kurze Eck. Ein Tor mit ein bisschen ein Schönheitsfehler, aber sehr schön herausgespielt. Junusovic zunächst mit dem ersten Verschall. Dann Minamino, wunderbares Zuspiel auf Haaland. Nona Net, der Mann, der immer die Tore macht. Und da sehen Sie es, da wird der Ball noch von Benno Schmitz abgefälscht ins eigene Tor. Haaland wird dieser Treffer aber zugeschrieben und er ist damit im Duell der Top-Torjäger in der österreichischen Bundesliga wieder voran. Auf der Gegenseite der WRC, der sich viele Chancen erarbeitet, Novak hier mit der Flanke, Weißmann, und da geht der Ball über das Tor. Also die Kärntner, die spielen gut mit, und Weißmann möchte natürlich auch hier treffen, möchte in diesem Duell gegen Haaland aufzeigen, dass er mindestens genauso gut ist, der israelische Teamspieler. Weiterhin die Kärntner, da ist es Schmidt mit diesem Schuss, und Coronel, der muss sich hier ein erstes Mal auszeichnen, und wieder sind es die Wölfe. Da ist es Lindl und wieder der Salzburg-Schlussmann mit der Hand am Ball. Also viele, viele gute Möglichkeiten. Und es könnte gut und gerne hier schon 1:1 stehen. Sehr gut gemacht vom Salzburg-Torhüter, der Widerwarten doch oft eingreifen muss. Dann Corner durch Junusovic. Christensen abgefälscht und Keuter wolle drüber. Da sehen wir es nochmals. Christensen und dann Keuter. Der geht allerdings über das Tor. Und das alles in den ersten 30 Minuten. Wieder ist es Haaland, der gesucht wird. Und diesmal scheitert er allerdings an Torhüter Kofler. Vorarbeit wieder über mehrere Stationen. Minamino, Haaland und Endstation dann Kofler. Dann Freistoß durch Junusovic. Joi, joi, joi. Da gibt es Chancen am laufenden Band. Der Mann der fliegenden Lüfte ist hier noch mit der Hand dran und verhindert Schlimmeres. Wieder die Salzburger. Wieder ist es Haaland und wieder ist es Kofler, der hier retten kann. Also,
der könnte heute schon fast auf Saisontreffer Nummer 17 bis 20 stellen, so viele Chancen wie er vorfindet. Aber der ist extrem motiviert, der junge Norweger. Das sind die Wölfe allerdings auch, die hier Pech haben. Weiß man was. Und der Ball will einfach nicht hinein. Es könnte auch gut und gerne in diesem Match schon 3:3 oder 4:4 stehen. Schlussendlich ist es aber Haaland, der eine unglaubliche Bilanz hat und der hier weiter treffen könnte. Dann wieder der WAC. Wir sind schon in den zweiten 45 Minuten. Da ist das Visier noch nicht wirklich scharf gestellt. Und die Wölfe sind bissig, aber so richtig zubeißen, entscheidend zubeißen können sie nicht. Dann wieder eine Chance für die Wölfe. Diesmal ist es Weißmann, dessen Schuss wird von Andy Ulmer im letzten Moment noch abgeblockt. Dann daraus ein Corner. Wir sehen es hier, Ritzmeier und wieder der Salzburg-Torhüter, Colonel, der sensationell pariert. Unangenehm, da ist ihm die Sicht verstellt, aber das macht er hervorragend. Dann Dacker, der Joker, der gekommen ist. Hier ist er am Ball auf der Suche nach Haaland und da findet er ihn und das ist das 0:2 und wohl die Entscheidung. Wieder ist es Erling Haaland, der hier verwertet. Rönitsch kommt zu spät und da ist überhaupt niemand. Da schauen sie alle erste Reihe fußfrei zu in Kärnten im Lavantal. Wie schön er das macht, aber dieser Treffer wäre sicherlich zu verhindern gewesen. Die Kärntner geben dennoch nicht auf. Schmidt hat dann noch die Chance auf den Anschlusstreffer, aber Coronel, der Torhüter dieser Runde, ganz eindeutig. Viele, viele Großchancen hat er vereitelt und die Salzburger sind drauf und dran. Dann wieder ein Konter über die Salzburger. Dacker wieder über links. Copy-Paste. Jawohl, denn wieder ist es Haaland, der verwerten kann und in der Schützenliste übernimmt er mit 15 Treffern jetzt die klare Führung. Der begehrte Jungstürmer, 26 Tore in 18 Pflichtspielen in der laufenden Saison. Unglaubliche Statistiken und damit ist alles klar. Salzburg gewinnt mit 3:0. Ja, Salzburg gewinnt auswärts 3:0. Verdient? Ja, finde ich schon. Es war ein super Spiel, vielleicht um ein, zwei Tore zu viel. Ja. Aber sie waren schon näher an den Sieg als WRC. Aber WRC hervorragend gespielt, waren hin und her. Das kann nicht jeder in der Bundesliga sagen, dass sie Red Bull Salzburg so bespielt haben. Deswegen ein Kompliment und die sind am richtigen, guten Weg, die WRC. Ist WRC vielleicht noch von der Europa League angeschlagen? Ja, na, angeschlagen sein. Wenn man verliert, hat man nie erfreut. Das ist wie in der Liebe. Wenn man Frau verliert, ist man meistens traurig. Nicht immer. Aber erstmal so, was mir leid tut, ein bisschen, um wieder zur Realität zu kommen. Der Haaland, wenn der so weiterspielt, werden wir nächstes Jahr nicht mehr sehen. Den kannst du nicht mehr halten. Der schießt im Europacup die Tore in der Champions League. Jetzt schießt in der Meisterschaft gegen einen wirklich gut spielenden Europa League-Verein. Schießt er drei Tore aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei Salzburg das ganze Jahr bleibt. Es tut mir leid. Nein, in einer Topform siehst du es genauso? Ja, und es schaut einfach aus. Aber du musst da stehen, du musst mit der Dynamik hinkommen. Er schaut ein bisschen behäbig aus. Er ist 19 Jahre, bitte, das ist ja Wahnsinn. Der wäre für mich der ideale Spieler bei den Lewandowski, ja. Bei Bayern München. Der soll nicht so weit gehen, der spricht gut Deutsch. Kennt die Kultur, also Norwegen, Deutschland, Österreich, das ist doch ein bisschen so, er soll nicht nach Italien gehen, er soll nicht nach Spanien gehen, er soll noch nicht nach England gehen. Ja. Er soll erst noch, der nächste Schritt wäre in meinen Augen, Bayern wäre top für ihn. Wobei er, also wir nehmen ihn gerne, da haben wir nichts aber dagegen. Aber viele, die nach England gegangen sind, von den Bullen, haben in England sich durchgesetzt. England ist eine Option, bin ich bei dir. Ja. Aber Italien, Spanien, Portugal, vergiss. Schwer, gell? Ja, ganz schwer. Ja. Und wir blicken jetzt hier nochmal auf die Tore des Spiels. Ja, das ist Salzburg. Fersel von Janusovic, Minamino mit der Feinheit. Hier sieht man das Kurzpassspiel. Es sind doch viele WRC-Spieler, die eigentlich in der Nähe vom Ball sind. Aber das geht dann alles so schnell, tiki-taki. Und ja, Haaland will das auch so haben und der wird belohnt. Der fährst ihm zwar noch ein bisschen was ab, der Spieler von WRC, aber er will ein Ferseltor und der kriegt immer. Wir blicken jetzt auf das zweite Tor in der 76. Minute. Das ist für mich der typische Haaland. Das ist ein Klassiker. Puff, unter die Lauten, grüß Gott.
super von Keuter auf der linken Seite. Und das habe ich vorher gemeint. Er rennt weg von seinem Verteidiger. Der kommt nicht nach. Und das ist seine Stärke. Oder auch hier. Hier sieht man, schau das Tempo, was er macht in der Mitte. Die kommen nicht nach. Oder macht der Kofler zwar einen, sag mal, daneben, greift daneben. Aber er steht wieder da. Und das ist ein Top-Stürmer. Das ist einer mit einem Riecher. Ja, und er ist auch viel schneller, den Nachteil, habe ich auch immer gehabt. Die Großen schauen immer langsam aus. Ja? Ja. Die Kleinen, so wie du, meine nicht böse, die schauen immer schnell aus. Er ist viel schneller, als er ausschaut. Das siehst du nämlich in den Duellen, wenn er mit dem Verteidiger rennt. Der nimmt dann auch seine zwei, drei Schritte ab. Ja. Also der ist toll. Na, und das imponiert mich so. Und ich glaube, das ist aller Scouts. Er hat erst einmal das Lachen im Gesicht. Er ist ein Spitzbub noch. Er liebt das Fußball. Er sieht es. Der ist mit so viel Leidenschaft dabei. Und er weiß, der hat schon 5 Millionen gekostet. Bitte, wir müssen jetzt nicht glauben, der hat 30.000 Euro gekostet in Norwegen. Die Bullen haben ihn gekauft um 5 Millionen. Weißt du, ich erinnere immer an den Jan Auge Fürth auf den Rapid. Der war so einer. Der hat immer geglaubt, was Sunnyboy alles war. Nicht ganz so in der Qualität, sage ich jetzt, international. Aber war nicht schlecht. Hat nachher dann 10 Jahre gespielt in der Premier League in England. Also das sind so die Typen, die Nordländer sind, die passen zu uns. Ja, und da können wir alle staunen. Salzburg hat ein Scouting-Apparat aufgebaut. Da ist so viel Know-how dahinter. Ja, genau. Unglaublich. Du hast fast kein Fehlgriff. Natürlich sind hin und wieder Spieler, die nicht echt um großes Geld verkauft werden können. Nur die spielen dann bei St. Pölten, bei Sturm oder bei WRC. Sowieso Keuta letzte Saison bei WRC und schießt dann 20 Tore und kommt dann wieder zurück. Es ist alles so einfach. Ja. Aber es ist natürlich wie eine Maschine. Gell? Es kostet alles viel Geld. Ja, Salzburg gewinnt 3:0 gegen den Wolfsberger AC. Wir machen jetzt hier eine kurze Werbepause und dann geht es hier direkt weiter mit der Bilanz auf den 14. Spieltag. Und wir blicken auch nochmal auf die Europa-Qualifikation bzw. auf die Europameisterschaft-Qualifikation. Unser ÖFB-Team kann sich vorzeitig im nächsten Spiel dann für die EM qualifizieren. Bis gleich. Die große UE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Ein letztes Mal herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir ziehen jetzt die Bilanz auf den 14. Spieltag und blicken nochmal auf die Ergebnisse. Das erste Spiel, SC Altach verliert zu Hause 0:3 gegen SK Rapid Wien. Sturm Graz gewinnt zu Hause 3:1 gegen Hartberg. Ja, und St. Pölten, da war ein richtiges Torfestival los. 5:1 Sieg gegen WSG Tirol. 2:1 gewinnt Austria Wien zu Hause gegen Mattersburg. Ja, und LASK setzt sich mit 1:0 gegen Admira durch. Und der Wolfsberger AC verliert zu Hause 0:3 gegen Red Bull Salzburg. Ja, wir blicken jetzt nochmal auf die Tabelle. Was hat sich da getan? An der Spitze nach wie vor Red Bull Salzburg mit 38 Punkten. Ja, und im Abstiegskeller ist Mattersburg nachgerückt mit 10 Zählern. Und hier sehen wir die Tabelle noch mal komplett im Abstiegskeller. Gehen wir noch mal drauf ein. SC Altach Platz 10 mit 10 Punkten. Ebenfalls 10 Zähler Mattersburg und 9 Punkte gefolgt von Admira. Ja, und wir wollen natürlich jetzt noch das Tor der Runde anschauen, oder? Was sagt ihr? Ja, das haben wir. Ja, und da blicken wir auf das Spiel Sturm Graz und da fällt nämlich das 3:1 durch Disborov. Hier wird das Ganze eingeleitet, Disborov. Er wird zwar nicht angegangen, aber er macht dann, mit Hirn und Gefühl. Also ein gutes Dribbling mit dem rechten Fuß übernimmt er dann, hier sieht man es schön, übernimmt er dann mit dem linken Fuß zum Schießen. Der Huber muss nochmal raus. Aber ist zu spät und deswegen ist es für den Thomas schwer, diese Ball zu haben. Das ist, dass er kicken kann. Ne? Ja. Er führt ihn mit dem rechten Fuß und dann muss er mit dem linken schießen. Also ist ein Fußballer. Ja. Ja, und wir gehen noch mal auf Disborov ein. Ist er der Spieler des Matches gewesen? Eindeutig. Ja, natürlich. 2 Tore und einer vorbereitet. Ich glaube, dass Sturm Graz den Spieler deswegen auch geholt hat, zusammen mit den Kitteerswilli. Das sind zwei Top-Legionären. Dann macht es Sinn, Legionäre zu holen, wenn die so viel Mehrwert haben für die Mannschaft.
Also ein guter Kauf für Sturm Graz? Das sind wir noch nicht gekauft, sondern ausgeborgt. Ausgeborgt, ja. Aber gut, ausgeborgt ist fast wie gekauft. Und man gehört, nein, also eine gute Geschichte. Nur das Problem mit dem Ausbau, ich bin ein Gegner vom Ausbau, weil du bist dann immer der Depperte. Kann der nichts, hast du einen Wedel und der kostet auch Geld. Kann er was, gehört er nicht dir, sondern den verkaufen wir einen anderen. Das ist immer so, das ist schwierig. Das ist wie wenn man eine Frau auf Zeit hat, das geht nicht. Ja, nächste Woche gibt es keine Bundesliga hier aufgrund der Länderspielpause. Wir blicken aber dennoch schon auf den 15. Spieltag. Und am Samstag empfängt dann Red Bull Salzburg St. Pölten. Mattersburg zu Hause empfängt den Wolfsberger AC. Tirol spielt gegen LASK. Und die Sonntagsspiele. Admira empfängt zu Hause Austria Wien. Hartberg spielt gegen Altach. Und Rapid Wien empfängt zu Hause Sturm Graz. Ja, und wir haben es gerade schon angesprochen, Länderspielpause. Ja. Jetzt geht's heiß her. Eure Prognose, schaffen wir es im nächsten Spiel gegen Nordmazedonien? Ja, auf jeden Fall. Also das, ja, eigentlich ist das aufgeregt, das müssen wir schaffen. Wir spielen in Wien, also wir werden diese Punkte machen, wir werden das Match gewinnen und dann konzentrieren wir uns auf die Europameisterschaft. Da sind wir dabei. Und dann Lettland in Riga ist ein Drüberstreier, das erledigen wir auch. Also Österreich ist sicher, sicher dabei. Da ist der richtige Österreicher und hier ist der eine, der sagt, aufpassen, erst einmal Nordmazedonien schlagen im Happelstadion und dann nach Lettland schon mit einem ruhigeren Gewissen hinfahren. Aber Österreich muss genauso ihre Arbeit erst einmal am Platz bringen, viel miteinander, gute Taktik und in die Hände spucken mit hoffentlich ein ausverkauftes Stadion. Ja, ein 1:1 wäre ja völlig ausreichend und wir würden uns qualifizieren. Wie schaut es gegen Lettland aus? Wie ist da deine Prognose? Ja, ich bin schon, Eddie, seine Meinung. Lettland, wenn wir sie jetzt für Lettland in die Hose machen, na, Halleluja, dann haben wir es gut, dann haben wir es schon geschafft. Nein, aber natürlich mit Respekt angehen, weil wir haben schon einmal gegen, ich weiß nicht, ob du das weißt, weil du bist natürlich aus Deutschland, wir haben schon einmal gegen Liechtenstein schlecht ausgeschaut und gegen Faroe-Inseln haben wir schon einmal verloren. Da ist ein Tormann damals mit einer Schlafmütze. Zipfelmütze ist im Tor. Alles schon passiert. Und ich kann dir sagen, 1991. Du weißt es? Ja, ich weiß alles. Ich habe es doch gesagt. Vor diesen Frauen habe ich mich mein Leben lang gefürchtet. Ja, die alles wissen. Ja. Und jetzt sitzt sie direkt neben dir, Edi. Aber endlich. Ja, und zwischen diesen beiden Herren gibt es auch wöchentlich ein Duell. Wir kommen jetzt zum Tipico-Wettspiel Frankie gegen Edi. Ich bin schon fesch. Ja, und dann, du bist fesch, hast du gesagt. Liebe Zuschauer, stimmen Sie Edi zu, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Ja, und da haben wir auch bereits fleißig in der letzten Woche gewettet auf den heutigen Spieltag. Und da blicken wir kurz mal drauf zurück. Fallen mehr als zwei Tore beim Spiel Sturm Graz gegen TSV Hartberg? Da habt ihr beide Ja gesagt. Die nächste Wette, Wolfsberger AC gegen Red Bull Salzburg, schießen beide Teams hier ein Tor. Frankie sagt Nein, liegt hier richtig. Edi sagt Nein, bei einem Wetteinsatz von 10 Euro würde das für Frankie 25 Euro machen. Und die allerletzte Frage, SCR Altach gegen Rapid Wien, wer schießt hier das erste Tor? Und hier wart ihr euch beide einig, es hat gepasst. Ja, und am Ende des Resultates gewinnt hier wieder einmal Frankie, muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch. Bei einem Wetteinsatz von 10 Euro macht das am Ende für dich 55,50 Euro. Und Martin Krasel hat mir bereits gesagt, ihr seid so verblieben, dass ihr jetzt einfach so ein Triple macht. Wer als erstes zweimal gewinnt bei einem Wetteinsatz, der wird dafür einen guten Zweck ausschenken. Wer zweimal verliert, muss als Chefkoch einschenken und der andere, haben wir es schon ausgemacht, unterstützt ihn. Aber der muss natürlich da stehen und für einen guten Zweck haben wir gedacht, werden wir das machen und das werden wir den Zuschauern noch bekannt geben. Ja, und dadurch, dass du jetzt heute wieder gewonnen hast, ist es jetzt eindeutig, dass du ausschenken wirst. Ich freue mich jetzt schon. Also, das wird der Gaudi. Der Frankie kommt, du bist auch dabei. Ich bin auch dabei. Ja, ja, das haben wir beschlossen, da haben wir dich gar nicht gefragt. Wir gehen alle hin und wir wollen den Leuten einen lustigen Abend bieten und da trinken wir was und dann machen wir Hallo da rum. Und dann mit mir als Weihnachtsengel, oder? Das passt am besten zu mir. Aber weißt du was? Was richtig gut zu dir passt. Ja. Morgen 11.11. um 11.11 Uhr. Karneval geht in Deutschland los. Karneval. Ich finde, so einen kleinen Wetteinsatz sollten wir hier schon machen, oder? Du hast heute verloren und ich würde sagen,
das hier passt am besten zu dir. Jetzt muss ich das kurz erklären. Vor der Sendung hast du zu mir gesagt, ich habe eine Überraschung. Meine Erwartungshaltung war ein bisschen andere als diese Aufmachung. Aber okay, ich nehme sie. Ja, ich würde sagen, du setzt das Ganze auf, wir machen hier kurz ein Foto und dann musst du das auf Instagram stellen. Auf ich Instagram. Mach's auch. Okay? Moment. Machen wir hier ein kurzes Foto. Ich schaue, glaube ich, wollen wir zu dritt kurz ein Foto machen? Ja, bitte. Ich drücke hier ab. Du musst mit reingucken. Kommt ihr zu mir? Ja. Na, Edi, wo Edi, wo bist du? Yeah. Und tschüss. Ja. Ja, super seht ihr aus. Ja, und das Ganze können Sie natürlich bei Edi auf dem Kanal, auf dem Instagram-Kanal, wie heißt du? Edi Finger. Geben Sie Edi Finger ein. Oder bei mir unter Diana-König nachschauen. Und am besten, ihr gebt noch eure Caption ab. Ja, und wir tippen jetzt aber auch noch für den 50. Spieltag. Und da schauen wir auf die allererste Wette. Fallen mehr als 2 Tore im Spiel Rapid Wien gegen Sturm Graz. Frankie, was sagst du? Ja. Edi? Da fallen mehr als 2 Tore. Ja. Und wir kommen zur nächsten Frage. Schießen beide Teams ein Tor beim Spiel Tirol gegen LASK? Frankie, was sagst du? Tirol gegen LASK schießen nicht beide ein Tor. Ich glaube nicht, dass Tirol in dieser Verfassung ein Tor schießen kann gegen LASK. Und Frankie, Edi, wie sieht es bei dir aus, glaubst du? Ich bin auch derselben Meinung. Ich glaube nicht, dass so viele Tore fallen werden. Oh, ihr seid euch wieder mal einig. Welche Überraschung. Und wir blicken zum Spiel Admira gegen Austria Wien. Wer schießt hier das erste Tor? Ja, das wird die Admira sein. Weil ich glaube, die Admira hat jetzt 2 Wochen Zeit, um sich vorzubereiten auf dieses wichtige Spiel, Kellerduell. Deswegen glaube ich an die Admira. Frankie sagt Admira. Edi, was sagst du? Ich sag die Austria. Die Austria hat so oft in der Saison das erste Tor geschossen, dann am Schluss leider nicht gewonnen. Aber ich sag erstes Tor, die Wiener Austria. Also wirst du hier mal ein bisschen duellieren. Ja, müssen wir ja nach diesen Niederlagen von mir, muss ich auffallen. Ich muss einfach kämpfen. Ja, und bei einem Wetteinsatz von 10 Euro würde das am Ende für Frankie 59 Euro ausmachen. Und bei Edi würde am Ende die Summe von 53,50 Euro stehen. Ja, und wenn auch Sie, liebe Zuschauer, sich dem Tipp unserer Experten anschließen wollen oder eben auch nicht, weil ich würde mich dem Ganzen nicht anschließen, dann platzieren Sie doch Ihre Wette auf www.tipico.at. Auf Neukunden wartet ein Willkommensbonus ab 10 Euro bis 100 Euro auf Ihre erste Einzahlung. Also Wetten lohnt sich auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Es hat mir auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, uns auch. Ich meine, du bist eine wunderschöne Erscheinung für uns alle hier. Vielen lieben Dank. Edi, deine Schlussworte? Ich weiß nicht, wie ich das nächste Wochenende überleben werde. Länderspielpause. Ja, wir sehen uns erst übernächste Woche wieder. Aber, du wirst es aushalten. Ich muss. Du musst. Daumendrucker für Österreich. Genau. Auf jeden Fall ein 1:1 reicht aus und dann qualifizieren wir uns für die EM. Und damit war es das auch schon wieder vom Anpfiff, die Bundesliga-Show. Wir machen jetzt hier eine Werbepause. Gute Nacht. Gute Nacht.